Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding. Bremen 4, das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Heute mit Jan Böhmermann. Mann, das bin ja ich. Hallo, liebe Late-Line-Fans. Mein Name ist Jan Böhmermann. Ich begrüße euch recht herzlich am 26. Januar 2012. 2012, wie man im Rheinland sagt. Heute ist offene Themennacht, denn wir haben den, ich glaube, vierten oder sechsten, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall den letzten, ich weiß nicht genau, wie die Regel ist, aber wir haben heute offene Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen, zu welchem Thema auch immer ihr anrufen mögt. Einzige Bedingung, ihr ruft an. 0800 80 5x5, wenn ihr einen Quersitzen habt, einen Geradesitzen habt, wenn ihr Pickel auf der Stirn, auf der Nase, auf der Zunge oder im Kopf habt, wenn ihr euch gerade von Ziel getrennt habt oder wenn ihr gerne mit Heidi Klum zusammen sein möchtet, wenn ihr gerade im Dschungelcamp rausgeflogen seid oder eure Momomumu im Internet aufgetaucht ist, dann einfach anrufen. 0800 80 5x5 ist die Telefonnummer und mit jedem Anruf gibt es eine Stimme auf das Konto von Vincent Raven, der dann hoffentlich, wenn alle Leute anrufen, aus dem Dschungel gewählt wird, endlich. Gorbi Ekum, Gorbi et Orbi, Tom Sund. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und ihr könnt auch auf lateline.de gehen, da haben wir einen Blog eingespaced, haben wir überschüssige Redakteure aus Gottschalk Live ausgeklinkt und die haben für uns mit ihren PHP, HTTP, / CMS Cyberfähigkeiten eine Internetseite zusammengeschustert, die sich gewaschen hat. Und auch auf Facebook, diesem modernen, angesagten digitalen Kommerznetzwerk, sind wir vertreten mit unserer Sendung. Da heißen wir Late Line. Und am Ende der Sendung könnt ihr euch schon darauf freuen, dass wir eine Live-Schalte zum Zoo Wuppertal vorbereitet haben, wo wir dann ein Eisbärbaby die letzten 35 Minuten in Schwarz-Weiß sehen werden. Heute ist offene Themennacht. 0800 80 5x5 ist die Telefonnummer und sie ist kostenfrei und Spaß dabei. Wir sind hier die angesagte interaktive Internet-Facebook-Sendung der ARD, wo ihr jungen Leute euch jederzeit beteiligen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr eine Frage an Carsten Speck habt oder wenn ihr wissen möchtet, was Franz Beckenbauer für Krawatten trägt oder wenn ihr Gottschalks Krawatte gewinnen wollt. Günter Jauchs Krawatte, Tomburu, Jens Rivas, diese berühmte ARD-Krawatte, die haben wir auch zu verlosen. Unter allen Anrufern wird die verlost und dann im Auftrag des Gewinners verbrannt. 0880, 5x5 ist die Telefonnummer und wir sind auch bei lateline.de zugegen und da werden wir so richtig mit euch chatten. Wir haben außerdem noch einen Twitter für euch bei Google gekauft. Und ich soll allen ausrichten, LMAO. Ja, herzlich willkommen bei den jungen Wellen der ARD, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Arbeitsgemeinschaft, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, genauer beim Norddeutschen Rundfunk. Hallo Enjoy, hallo MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, hallo Sputnik, hallo Hessischer Rundfunk, hallo UFM, hallo Radio Bremen, hallo Bremen 4. Hallo Südwestrundfunk, hallo das Ding. Und habe ich jetzt schon jemanden vergessen? Habe ich irgendjemanden vergessen? Ich glaube nicht. Enjoy, Bremen 4, UFM, das Ding, Sputnik. Ja. So, und vergessen habe ich auch nicht, dass der Jan, 23 Jahre alt, aus Bremen in der Leitung ist und jetzt mit uns sprechen möchte. Hallo Jan. Ja, moin. Ich wollte eigentlich gleich nur zu Anfang mal sagen, was du eigentlich für ein dreckiger Spinner bist. Und damit habe ich gleich zu Anfang die Niveaulatte schon mal wieder richtig hochgelegt, ja. Dann, oder? Da habe ich mal wieder was gerissen, oder? Sei mal ganz ehrlich. Aber hast du aber gut gemacht. Du hast doch schon mal angerufen, so, ne? Ich hab so einen dreckigen Namen, Alter. Genau so einen Namen, dreckigen Namen wie du. Ja. Und jetzt ist mein Guthaben leer. Ich muss leider auflegen. Oh, ciao. Scheiße. Verdammt, ich hätte ihn fast, aber er war auf jeden Fall länger schon dran als letztes Mal. Supergeil. Jan, ich hoffe, du schaffst es wieder, hier durchzukommen. Ich kann dir nur raten, immer anzurufen, wenn Simon am Telefon sitzt, weil der, sagen wir mal, ist löchrig wie ein Schweizer Käse, so Firewall-mäßig. 0880, 5x5 und Pete, 50 Jahre alt, hat hoffentlich noch genug Guthaben. Ja, mehr als genug. Kann ich dich auch kurz dreckige Sau nennen? Wenn du dazu Bock hast. Nee, da habe ich keinen Bock zu. Na siehste, erledigt sich sowas doch gleich von selbst. Wie geht's dir, Pete? Mir geht's sehr gut. Du kommst aus Tübingen, der wunderschönen Studentenstadt. Bist du noch Student?
Ja, genau, unbedingt. Ja, du bist 50 Jahre alt, man weiß ja nicht. Es gibt ja auch Leute, die ein bisschen hingeblieben sind. Diese Spätstudierenden, die soll es geben, ja, ja. Ja, oder, ja. Oder die immer noch Studierenden. Taxischein und das ist der einzige Schein, der gemacht wurde. Dauerstudenten, ja, genau. Gut, okay. Mit dem Taxischein kannst du das heute nicht mehr leisten. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's immer noch gut. Warst du in der Burschenschaft in Tübingen oder hast du mit dem ganzen Studentenleben überhaupt nichts zu tun? Nein, damit haben wir nichts zu tun. Sehr gut, also nicht Akademiker. Nein, nicht Akademiker. Äußerst sympathisch. Worum geht's? Um was geht? Ich möchte einen Aufruf starten. Ja, was denn? Dschihad oder? Oder? Dschihad wäre auch nicht schlecht. Nee, muss man aufpassen. Also nichts, was gegen die Verfassung verstößt, bitte. Alles andere soll laufen. Natürlich nicht, aber da ja die Welt untergeht und diese ganze Weltuntergangspropheten da rumrennen und dummes Zeug reden, möchte ich aufrufen, meine Kundennummer durchgeben und sagen, Leute, überweist mir euer Geld. Alles klar. Schickt mir eure Autos und ihr braucht es ja nicht mehr. Ja, dann sag mal kurz die Kontonummer. Ja, wart, muss ich gucken. Wehe, das ist nicht die echte. Ich überweise jetzt nichts, aber ich bin mal gespannt. Also ich würde mal wissen, wie viele Leute dann so bescheuert sind und was überweisen. Also, das wäre noch eine Idee, gell? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt erlaubt ist, was wir machen, aber warum nicht? Also bitte überweist dem Piet all euer Geld oder nur ein bisschen was. Die sollen wir halt überweisen einfach mal irgendwas. Wir brauchen ja nichts mehr. Ja? Also nein, man muss ja noch bis so viel behalten, dass sie damit noch kommen bis zum 21. Dezember. Dezember und dann den Rest können sie mir dann schicken. Ja, ich nehme das dankend an. Okidoki. Dann sag mal bitte die Kontonummer. Bleib mal dran, ich muss das kurz rausziehen. Du weißt deine Kontonummer nicht? Nein, ich weiß sie nicht. Das ist ja Quatsch. Wozu muss man die wissen? Da gibt's Wichtigeres. Ja. Als die Kontonummer auswendig zu wissen. Das ist ja Käse. Jetzt pass auf, kriegst du sie. Leute, hört zu, gell? Das ist die 252-196. KSK Tübingen. Die Kreissparkasse Tübingen. Das ist, welche Bankleitzahl bitte? Steht auf der Rückseite deiner Karte drauf, unter dem Magnetstreifen. Du bist extrem informiert, stelle ich fest. Ja. Pass mal auf, das ist 641. 641. 520. 520. Genau. Also 500-500-20. Genau. Geht das mal durch. 252196-641-500-20. Bitte Verwendungszweck Late Line und Kontoinhaber ist Piet. Genau. Verwendungszweck Piet heißt Weltuntergang. Ja, Weltuntergang. Wir überweisen alles Geld, was wir haben, Piet, und mach dir ein schönes Leben die restlichen 12 Monate. Darauf kannst du aber wetten. Lieb, dass du angerufen hast. Kein Ding. Ciao, Sie. Ciao. 0800 80 5 mal die 5. Wir haben heute offene Themennacht. Wir können auch gerne über das Dschungelcamp reden. Das läuft übrigens gerade noch hier mal. Zeit gehen. Ja. Von Michael. Oh, ist gerade Entscheidung, wer gehen muss. Hoffentlich Vincent Reven. Ich beschwere mich nicht. Hoffentlich Vincent Reven. Hoffentlich Vincent Reven. Wir werden jetzt erfahren, was die Zuschauer sagen. Verschwinde, Vincent. Ja, verschwinde. Übrigens, der RTL ist der Sender hier. Unser kleines Dschungelcamp. Verschwinde. Ich hoffe, du hast sie nicht gependelt, die Zuschauer. Vincent Reven, verschwinde. Sie haben freiwillig angerufen. Also ich würde mich freuen, also er kann drin bleiben, wenn er morgen diese Brustwarzen-Patties sich... Nein, Vincent Reven geht und Michaela bleibt und hoffentlich hat sie morgen mal was an. Das würde mich überraschen. Wenn sie morgen was anhat, dann fange ich sofort an zu masturbieren, weil das wäre der geilste Anblick seit 14 Tagen im Dschungelcamp. Wenn Michaela Schäfer sich mal was anzieht, immer diese widerlichen Tangas und dieses... Und dann dazu dieses, Entschuldigung, ich möchte diesen Berufsstand jetzt nicht diskreditieren, dieses Rechtsanwaltsfachgehilfinnengesicht aus der Zone. Entschuldigung, liebe Sputnik-Hörer, aber das ist nun wirklich, also das sieht nun wirklich nicht, also wer da auf ironische Gedanken kommt, der findet auch Zungenküsse mit Ulrich Deppendorf geil. So, Flo, 26 aus Kiebitzreihe. Moin, Kiebitzreihe heißt das. Kiebitzreihe. Genau. Ja. Heute ist Simon wieder am Telefon, den musste nachsehen. Der hat ja, den Buchstaben kein und hat er alles nicht so. Hey, Vincent ist aus. Yay. Ja, ist ganz gut, ne? Oh, ein Traum. Der sieht immer so ein bisschen aus, wie der Marlboro-Mann von innen, von außen, ne? Ja. Nee, ganz schlimm. Und Michaela hat ja irgendwie Textilallergie. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich frage mich, ob den Vertrag unterschrieben hat mit irgendwelchen Pornoseiten oder sowas. Oder mit RTL, dass sie sich nie mehr anziehen darf als eine Hotpants oder so. Weil selbst bei diesem strömenden Regen läuft die da in Tangas rum. Also die eigentlich in Ländern des Morgenlandes verboten wären. Und zwar würde man gesteinigt werden. Was hat denn der Bach da auf dem Kopf? Das ist, glaube ich, ein Kostüm, lustiges Kostüm. Ah. Ich habe mich gefragt, wie Dirk Bach wohl privat rumläuft. So Kapuzenpulli und Sneaker oder ist er eher so ein... Ja, im rosa Flamingo-Kostüm würde ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee, wie ist der wohl privat? Also der ist ja... Hochseriös Anzug.
Vielleicht ist er privat, hat er auch so einen Fettsuit an einfach. Der ist vielleicht privat so ein kleiner wie Ralf Schmidt, so ein kleiner Dünner, der dann immer nur für die Moderation in so einen dicken Gummiballon steigt. Das kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall ist die Figur sehr, sehr ungesund. Also dieser kugelrunde Bauch direkt. Ja, recht adipös alles, ne? Ja, er ist ja sonst nicht, er hat ja wirklich nur eine richtige dicke Kugel vor sich her, schiebt er. Das ist, glaube ich, schwer ungesund. Das glaube ich auch. Ja. Worüber reden wir denn eigentlich? Wir haben ja offene Themennacht heute. Gottschalk live, aber ich wollte noch mal kurz vorher zum Vorredner. Also ich glaube ja nicht, dass die Welt untergeht, außer Vera in Wien platzt am 23. Dezember. Was dann platzt? Vera in Wien. Ja, das kann sein. Das kann sein, dann. Und der ganze lesbische Fernsehschleim, der aus ihr rauskommt, wird die Welt überschwemmen und alle Menschen müssen ertrinken in dem, was aus Vera in Wien rauskommt. Das stimmt. Es, außer die Menschen, die an Fabelwesen glauben, an Spaghetti-Monster oder an keine Ahnung wen, die bauen sich dann eine Arche und da können dann von jedem Tier können dann da zwei drauf und dann überleben die. Ein Traum. In der Vera sind Wehenflut. Ja. Also Gottschalk live. Das Gottschalk live, herrlich. Das ist das absolut super angesagte Jugendformat. Genau, mega trendy. Nur ihr Jugendlichen wisst das noch nicht, dass es so angesagt ist. Das stimmt, ich habe es heute auch das erste Mal gesehen und ich war erschrocken, wie alt Carsten Speck geworden ist. Ach, der ist ja völlig ergraut, ist der ja. Ja, seit er nicht mehr in Gesellschaft von Seelöwen im Fernsehen zu sehen ist, ist er wirklich alt geworden. Aber holla die Waldfee. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass Gottschalk und irgendwie Dirk Bach und Sonja Zietlow denselben Autor haben, denselben Gag-Autoren. Kann das angehen? Gottschalk hat einen Gag-Autor? Also ich glaube nicht, dass er die selber macht. Die Gags. Hast du denn einen Gag in der, also ich hatte überhaupt Gags frei, also. Ja, aber die waren schon wieder so, ja. Was hat er denn heute für Witze gemacht? Ich konnte die Sendung leider noch nicht sehen, aufgrund privater Verpflichtungen. Ich habe eigentlich nur auf die geile Granate geguckt die ganze Zeit. Die ja, war, sie ist geil, ich, ne? Also sie ist wirklich geil. Also die geile Granate, an dieser Stelle übrigens lieben Grüße an Caro. Caro? Caro Danz. Caro Danz heißt sie. Ja. Sie ist, habe ich mal ein bisschen recherchiert, sie kommt aus dem Dunstkreis des Boda Verlages, also Bunte. Und ich glaube Super Elo, obwohl das ist Super Elo Boda, ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. Aus diesem Dunstkreis kommt sie und sie ist eigentlich viel zu gut für so ein Internetmäuschen. Sie hat eigentlich eine eigene Show verdient. Das finde ich aber auch. Also und zwar so eine Mischung aus sexy Sportclips, Ups, die Pannenshow und Giga. Also eine Mischung aus Internet, aber auch Sex, aber auch so ein bisschen lustige Internetfilmchen. Und auf jeden Fall ganz wichtig, ganz viel Interaktion mit Facebook-Usern. Genau, oder witzigste Werbespots wäre ja auch noch was für ja, die. Aber wichtig ist immer Interaktion mit Facebook-Usern und viele machen ja den Fehler, gerade im Internet und gerade bei so Sendungen, wo Interaktion und Interaktivität vorgegaukelt wird, dass sie dann einfach jeden Kommentar zulassen. Ich finde das gut, dass da die, ich weiß nicht, ob sie da jetzt persönlich für verantwortlich ist, aber ich finde das gut, dass die Redaktion von Gottschalk Live da wirklich nur die guten Kommentare durchlässt bei Facebook, weil das ist Sinn der Sache. Ja, das stimmt wohl. Vielleicht hat sie auch gleich die Administration da. Weiß man ja nicht. Man oder weiß ob es nicht. Ob da noch jemand im Hintergrund ist. Ich glaube schon, dass die Redaktion wirklich echt ist. Ja? Gefällt ja, gut, mir aber. Ja da, also die Sendung gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Eine der besten Sendungen seit langem. Und ich habe leider ist sie zu so einer ungünstigen Zeit für mich. Ich muss sie deswegen auf 1 Festival nachts gucken. Da läuft sie nämlich auch. Und zwar jetzt gerade parallel zu unserer Sendung. Auf 1 Festival läuft gerade Gottschalk Live. Und das macht mir dann besonders Spaß bei der Aufzeichnung vom Vorabend, bei der Wiederholung interaktiv dran teilzunehmen. Mhm. Dann gehe ich bei Facebook rein, wie immer abends um 22:45 und gucke mir Gottschalk live an auf 1 Festival und schreibt dann halt, was mir gerade so einfällt zu der Sendung, aber es antwortet nie einer. Das ist die Gefahr dabei. Ich dachte eigentlich, dass du beim Premierenabend dabei warst, mit den ganzen Senioren. Ach so, ja, genau. Ich habe für Harald Schmidt einen Film gedreht. Genau. Genau, da war ich beim Premierenabend. Also jetzt, ich war in Berlin und eigentlich wollten wir uns ja, das kann ich an dieser Stelle mal verraten, wollten wir uns ja in das gegenüberliegende, übrigens nicht sehr zu empfehlende Hotel schleichen. Da gibt es in Düsseldorf ein besseres, ne? Absoluter Steigenberger. Mhm. Und wir wollten quasi aus dem Hotel-Suite-Fenster dann das Studio von Thomas Gottschalk beobachten und damit so Laserpointern und so ihm irgendwie Pimmel auf die Brust malen. Aber leider hat der Hoteldirektor des nicht sehr zu empfehlenden Hotels das herausgefunden und uns verpetzt an die Redaktion von Gottschalk. Nein. Und da ist natürlich Blut flüssiger als Wasser. Nee, wie sagt man? Blut ist dicker als Wasser. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und da hat er das quasi, hat er gesagt, Sie können gerne kommen, aber bitte haben Sie Verständnis, wir sind ein Luxushotel. Wir haben vielleicht nur Zimmer im Innenhof. So nach dem Motto, der freundlichste Rauschmiss der Welt. Mm. Und dann, also war das Marlon?
Nee, das war im Regent Hotel. Das Regent Hotel in Berlin. Also ich habe mich wirklich gewundert, dass es da derart indiskret zugeht. Also dass man, wenn man sagt, ich hätte gern ein Zimmer gebucht und möchte das ein Zimmer zur Straße, dass dann wirklich das überprüft wird und dann wird geguckt, ach guck mal, der kommt von Harald Schmidt, da müssen wir aber vorher mal einen Gottschalk fragen. Und das ist ja wirklich also höchst interessant. Mhm. Also wenn man jetzt Geheimdienstmitarbeiter ist oder sowas oder Diplomat aus einem anderen Land und auf Diskretion Wert legt, ist das nicht sehr zu empfehlen, das Hotel. Gut zu wissen, falls ich mal Diplomat werden möchte. Genau, oder falls du mal zu viel Geld hast und in 5-Sterne-Hotels übernachtest in Berlin. Ja, zum Beispiel. Ja, aber sag mal, wie findest du denn die Sendung? Du bist jetzt nun wirklich im besten Gottschalk-Live-Alter, 26, du bist Digital Native. Ja. Du bist bei Facebook angemeldet, bei Twitter bist du angemeldet. Und natürlich doch. Überall sowas von up-to-date. Ja, natürlich, klar. Es ist witzig, auf jeden Fall, ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch sehr traurig. Auch sehr traurig, ja, weil wenn ich mir so vorstelle, so der arme alte Mann, der denn da eigentlich von nichts eine Ahnung hat, wirklich. Und ja, also die Caro, die dann schon so ein bisschen mehr so ins, schon pflegerische Maßnahmen da ergreifen muss, mehr oder weniger. Ja, ich hoffe, dass du eines Tages Online-Redakteur bei Gottschalk von der Bundesfreiwilligendienststelle anerkannt wird, als so eine Art ISB. Ja, freiwilliges soziales Jahr bei Gottschalk. Individuelle Showmaster-Betreuung oder sowas, das wäre doch toll. Das wäre wunderbar. Ja, ich muss mal ganz kurz, ich habe nämlich kürzlich rausbekommen, eine Kollegin aus der Gottschalk-Live-Redaktion hat den steinigen und harten Weg über eine, ich sag mal, Anführungsstrichen Ausbildung im Axel Springer Verlag in die Redaktion gefunden. Moment mal eben kurz. Sie heißt Susanna. Das war, falls du die erste Sendung gesehen hast, nee, hast du nicht. Nee, habe ich nicht. Da ist eine Dame in so einem cremefarbenen Kostümchen durch den Flur gelaufen. Und zwar so betont lässig und unabgesprochen und geschäftig, sodass man genau wusste, da stand der Regisseur und hat dann gesagt, so Susanna, und jetzt loslaufen und so tun, als würdest du nicht von mir geschickt werden. Ja, ja. Und diese habe ich hab sie bei bild.de gefunden. Mal reinschauen hier, warte mal. Muss ich das mal einmal lauter machen? Sie ist, vorher hat sie so Bauch, Bikini, Beine, Po-Videos gemacht in so ganz engen Gymnastikklamotten. Hat dann da, ich sag mal so, sie hat jetzt nicht viel, es war alles verhüllt, ganz züchtig, aber man hat schon sehr viel von ihrem Körper wahrnehmen können. Mhm. Also quasi so für die kleine Büromasturbation zwischendrin. Da bin ich doch froh, dass die ARD wirklich nur die besten Leute eingekauft hat. Ja, natürlich, absolut. So, hören wir mal einmal rein hier. Achtung, das ist hier die. Das ist die Susanna, das ist der Gottschalk-Redaktion. Meistens sitzt der Bikini nicht so, wie er sollte. Aber eigentlich ist es so einfach, mit ein bisschen Bewegung in Form zu kommen. Ein Personal Trainer weiß genau, was gut tut. Bauchbeine, Bikini. Machen Sie doch einfach mit. Jetzt kommt die Übung. Das könnte aber auch sexy Sportcap sein. Ja, so sieht es auch ein bisschen aus. Und so fühle ich mich auch gerade, wenn ich das gucke. Aha. Womit kann ich anfangen? Ich möchte definitiv kein Muskelprotz werden, aber gerne alles schön straffen. Ah ja. Also pass auf. Anfangen tun wir mit einem sehr schönen Busen, glaube ich. Ausfallschritte. Diese trainiert deine Oberschenkelmuskulatur, je nach Schrittlänge auch ein bisschen deine Gesäßmuskulatur. Dazu stellst du dich ganz normal hin, machst einen mittelgroßen Schritt nach vorne. Guck mal. Und hältst dich. Da frage ich mich, warum die bei Gottschalk in der Online-Redaktion oder in diesem komischen, was auch immer das ist, da versackt. Die hat doch so viele andere Talente. Die sollte auch mal in so einem Gymnastikanzug da ein bisschen Bauch, Beine, Po machen. Hat das nicht mal irgendwie sowas wie ein Telekolleg oder sowas? Bayerischer Rundfunk, da haben sie doch auch immer irgendwie. Im Frühstücksfernsehen irgendwie, da gab es auch immer so eine Step-Up-Übung, wo sie da irgendwie so drei Debile vor dem Bildschirm gezwungen haben. Eine Trainerin, die dann irgendwelche Step-Übungen gemacht hat. Ich kann mich daran nicht erinnern, war das so am Morgen oder so, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja. Das habe ich jetzt irgendwie vor Augen. Naja, aber kein schönes Bild. Also da gucke ich mir lieber Olivia Jones gerade bei Lanz an. Olivia Jones bei Lanz? Ja. Ach du Scheiße, du überforderst mich hier, mein Gott. Ja. Da muss man drum. Multimedia Internet. So, warte mal. Ich gehe mal auf 2, ist bei mir ZDF. Hatte schon gedacht, einer, der noch bei der FDP. Das ist doch Gerhard Baum, das ist doch nicht Olivia Jones. Ja, warte. Ja, jetzt. Warte. Er hat aber auch eine Hakennase. Olivia Jones und Gerhard Baum in einer Sendung. Und Conny Reimann. Es ist wirklich das genialste Showkonzept aller Zeiten. Leute einladen, die sich absolut nichts zu sagen haben. Und dann haben sie sich doch was zu erzählen. Vor allem gestern war auch ganz toll. Da war Eva Moses Kohr, die Auschwitz-Überlebende. Oh Gott. Und mit Ralf Schmitz, Mario Barth. Nee, warte, da war. Und Ken Jebsen. Nee, warte, wer war denn da noch? Oh Gott, wer waren das noch? Ja, genau, die beiden von Voice of Germany hier, die Beate Zschäpe. Nein, Bossos. Weiß ich nicht.
die Bosshaus-Jungs waren noch da. Bosshaus-Jungs und eine Auschwitz-Überlebende. Ja. Oh Mann. Ja, das war sehr, vor allem war da mitten in der Sendung so ein Cut. Und ja. Das Auschwitz-Thema, ich habe es am Ende erst gesehen, kam zum Schluss. Und ich kann mir das wirklich so vorstellen, dass sie dann erstmal über The Voice of Germany gesprochen haben und Mensch und unsere Jungs und Mädels, die dann da so sind und auf einmal der Cut und dann hört man nur Auschwitz-Geschichten. Mhm. Das ist so, ja. Ach Mensch. Ja, ach die Mensch. Welt. Ja, die Welt. Und die das Welt. Ist vor allen Dingen, also ich frage mich wirklich allen Ernstes, wie Markus Lanz, wie das bei Markus Lanz möglich sein soll, diese Themen unter einen Hut zu bekommen, vor allem wie Markus Lanz das hinbekommt. Ja, wahrscheinlich ist die Redaktion da wirklich zugedröhnt ohne Ende und sagt sich, oh Mensch, wir haben jetzt noch einen freien Platz, jetzt laden wir nochmal schön die Auschwitz. Nein, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Nein, nicht. Also nur ganz im Ernst. Ich wette, das war so, dass erst die Auschwitz-Überlebende eingeladen wurde und dann hat man überlegt, wen kann man guten Gewissens noch in die Sendung einladen, dass es nicht allzu daneben ist. So glaube ich. Und dann haben sie, bei The Boss House gesagt, okay, die sind gerade in den Charts. Eigentlich sind die rockig und flippig, das können wir nicht machen, das passt nicht zusammen, aber das sind ja auch Familienväter und sind auch nicht so richtig schlimme Rocker, die machen da nichts Schlimmes in der Sendung, deswegen kriegen wir die gerade noch so rein. Ja, zum Beispiel Olivia Jones und eine Auschwitz-Überlebende wäre nicht gut gewesen. Pocher sollte eigentlich auch noch eingeladen werden zu der Sendung gestern, war komischerweise nicht da. Mhm. Das ist so, das gleicht sich ja mit dem, was du gerade gesagt hast, so Pocher und Auschwitz, so. Ich weiß nicht, warum der irgendwas... Ich glaube, Flo, ganz im Ernst, ich glaube, wir sollten dieses Thema jetzt an dieser Stelle beenden. Zum einen muss ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass morgen am 27., am Freitag, den 27. Januar, wie jedes Jahr, der Holocaust-Gedenktag ist. Natürlich, also, deswegen war ja auch das Thema. Genau, es ist nicht so, also man muss immer aufpassen, weil das Ding, wenn das noch auch nur in die Nähe von irgendwelcher Ironie oder jedem wirklich jeglichem Scherz kommt, ist das immer ganz zum einen uncool und zum anderen auch, also warum? Ja, ja, warum? Klar, natürlich. Warum? Nein, also ich will mich Gottes Willen darüber nicht lustig machen. Ne? Also. So. Deswegen wechseln wir schnell das Thema und gehen, das ist ein harter Bruch, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Nochmal ganz kurz und da möchte ich dich bitte um eine professionelle Einschätzung bitten. Deine Perspektiven für die in dieser Woche gestartete neue Vorabend-Erfolgsshow für junge Leute, jung gebliebene Zuschauer und Freunde von Werbung und Carsten Schwanke, Gottschalk Live. Ja. Was meinst du, wie geht's weiter? Wenn er nicht ständig die Werbung reinballert, so völlig ohne Vorwarnung teilweise, dann wird es noch ganz gut. Die Quoten irgendwie mit 500.000, na, mal gucken. Aber sonst so, hat Potenzial. Mhm. Und wenn die geile Granate natürlich noch da bleibt, dann... Die muss da bleiben. Und die muss da bleiben. Ich habe überlegt, ob vielleicht, wenn Michaela Schäfer aus dem Dschungel zurück ist, die vielleicht ihre Garderobe direkt an die Online-Redaktion von Gottschalk geben kann. Ich glaube, das würde die Quote nach oben bringen. Ja, momentan arbeiten sie noch... Die arbeiten jetzt ja sehr viel mit Haaren und so. Also da wird dann schon am Anfang, am Montag war die Caro dann noch so mit so glatten Haaren. Jetzt hat sie dann am zweiten Tag, am Dienstag schon so auftopierte Haare gehabt. Was hatte sie heute für eine Haare? Offen? Offen, ja. Mhm. Glatt, soweit ich mich erinnere, ja. Ist ja hinter den Kulissen eigentlich Brillenträgerin. Also hat eine sehr, sehr schöne Brille mit sehr dicken Gläsern. Aha. Steht sie ihr sehr gut. Also jetzt wirklich steht ihr sehr gut. Und ist schade, dass sie das nicht mal zeigt im Fernsehen. Würde ich mich freuen, wenn die mal ihre Brille anziehen würde, die Caro. Lieben Gruß, Caro, wenn du das jetzt hörst. Ich gehe mal schwer davon aus, dass du es hörst. Natürlich. Flo, lieben Dank, dass du angerufen hast. Ja, gerne doch. Bis bald mal wieder, ne? Alles klar. Ciao. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und nein, wir möchten nicht, wenn es irgendwie möglich ist, das können wir dann morgen ausführlich den ganzen Tag noch machen, über die etwas mittlerweile weiter entfernte deutsche Vergangenheit, aber den vor allem sehr, sehr unschönen Teil der deutschen Vergangenheit reden. Wobei das nicht heißt, dass wir das totschweigen wollen. Da müssen wir jetzt in aller Klarheit mal sagen. Das ist natürlich für uns auch hier ein Thema, aber am besten dann bitte bei Holger Klein oder bei Caro Corneli am Dienstag oder Mittwoch. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und Markus, 25 Jahre alt, ist in der Leitung. Grüß dich, Markus. Jetzt, hi. Du rufst aus Pfunnendorf an. Ja, genau. Ich bin gerade beim Kollegen unterwegs. Wo ist das? Wo ist das? Pfunnendorf. Wo ist das? Du, das Schwäbische Alb, du, wenn du so schwätzen willst, dann schwätze ich auch mit dir so. Nee, ich kann das ja leider nun überhaupt gar nicht. I know, ist gar kein Problem. Wenn du von Albstadt, weißt du, zwischen Sturgut und dem Bodensee, wenn du da ein bisschen zum Bodensee rauffährst. Ja. So 50 Kilometer, da bist du in Pfunnendorf. Okay. Nee, aber ich kann auch ganz normal Hochdeutsch sprechen, damit uns alle anderen Hörer auch natürlich verstehen. ich habe gerade eine Zigarette im Mund und habe einen Drink getrunken. Also cool, das macht ja nichts. Ist die beste Voraussetzung, um an dieser Sendung erfolgreich teilzunehmen.
ich frage erstmal. Warum geht's noch? Du, ich frage genau. Frag mal ganz kurz erstmal Smalltalk-mäßig. Wie ja, geht's? Genau. Erste Frage, wie geht's? Wie geht's? Ja, steht auf meinem Zettel immer Smalltalk-Leitfaden. Genau, es sieht so aus, dass es 3-2-1 steht. Ein Kollege von mir führt gerade mit 3 gewonnenen FIFA-Spielen zu 2 gewonnenen FIFA-Spielen zum nächsten und zu mir natürlich, wo ich leider das Schlusslicht heute Abend machen muss. Aber ich versuche trotzdem heute Abend noch aufzuholen. Also ihr sitzt vor einer PlayStation oder einer Xbox genau, und genau, spielt gerade FIFA. Genau, so sieht's aus. Genau. Cool. Und da kam uns die Idee, dir mal anzurufen und mir mal anzurufen. Den Abend vielleicht ein bisschen zu versüßen. Ja, das ist doch schon. Ich kann leider nicht mitspielen, weil das Bluetooth nicht reicht bis zu euch. Ich habe aber einen Controller dabei. Ich könnte theoretisch mitspielen. Ah ja, selbstverständlich. Also du bist recht herzlich eingeladen heute Abend. Oh ja, Tor! Ah, ja, musst du gleich wieder ran? Frankfurt hat gerade eben ein Tor geschossen gegen Schalke. Es steht 4-0 gerade eben zwischen zwei Kollegen von mir. Also das musst du jetzt zwischen ja. reinwerfen. Okay. Aber sag mal, seid ihr dann auch so FIFA-Spieler, die so richtig akkurat sich Mannschaften bauen und so? Oder ist euch das erstmal scheißegal? Ja, selbstverständlich. Ja, also ne? Ultimate Team natürlich. Wen spielst du? Ich spiele mit Chelsea. England natürlich ist so eine meiner Favoriten. Und Loser hören wir hier im Hintergrund. Aber natürlich bin ich einer der Führenden in der Tabelle zwischen uns. Und also so richtige Statistik-Freaks und so, ne? Ja, selbstverständlich, natürlich. Ja. Natürlich, man muss natürlich sein ganzes Herzblut da reinstecken, weil der Ball ist rund, natürlich, das wissen wir ja, und der muss ins Viereck eher. Du, wo du gerade den Beckenbauer imitierst, und zwar so brillant, wie ihn sonst nur Matze Knob hinbekommt, wie hast du denn, hast du Gottschalk live geguckt? Gottschalk live? Nee, leider habe ich Gottschalk live nicht geguckt. Verdammt, aber das ist eine absolute Frechheit. Du weißt, Markus, du bist 25, du musst Gottschalk live gucken. Bitte guck Gottschalk live. Nein, natürlich muss ich das nicht. Also ich bin, Dokumentationen, Gespräche abends natürlich. Hallo, oder sowas. Telefon aus dem Arsch. Was? Was, mein Telefon? Nö, das ist noch da. Okay. Du wolltest mich nur nicht hören. Nee, den Markus Lanz, den ziehe ich mir noch gerne rein, aber den Gottschalk. Hast du wieder Red Bull als Zäpfchen benutzt? Du bist ganz schön aufgedreht, mein Lieber. Nö. Doch. Zäpfchen? Nö, doch, bin ich doch. Gar nicht, aber... Nö, gar bist nicht. Bist du aufgeregt? Nein, das sagst nur du so. Du, nur du. Nee, ganz im Ernst. Also ja, den Gottschalk, den muss man sich reinziehen bei Wetten, dass. Der ist auch schön unterhaltsam, aber den muss man sich in der Doku-Soap jetzt nicht unbedingt anschauen, weil das ist eher Schnarchthema, so wie du das gerade imitiert hast. 0800 805 mal die 5 ist die Telefonnummer der Late Line. 0800 805 mal die 5. Ich sag mal kurz die Nummer durch. Ganz wichtig, damit Leute anrufen. Heute ist offene Themennacht. Merkt man ja vielleicht an Markus. Also hier wird wirklich jeder halb betrunkene FIFA-Fan genommen. Ja, genau. Und das finde ich auch super toll. Also, nö, das hat auch nichts mit zu tun. Wir können uns auch gerne über wichtige Themen unterhalten. Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was gestehen, Markus? Ja, wo wir jetzt schon befreundet sind. Ich bin seit ungefähr 2-3 Monaten wieder komplett umgestiegen darauf, dass ich mir Softdrinks in Dosen kaufe. Und das ist eine. Und das andere ist, ich schmeiße die Dosen danach immer in den Mülleimer, ohne sie zu recyceln. Es ist, ich weiß nicht, ob das, ich habe jetzt nicht signifikant viel mehr Geld verdient oder sowas, sondern es ist mir einfach, vielleicht ist es Alter. Du tust auch was für die Umwelt natürlich, dass du Dosen kaufst, die natürlich nicht recycelbar sind und die schmeißt du dann weg, damit irgendwelche Delfine im Ozean daran sterben. Die Delfine verfangen sich in den Dosen, die ich kaufe. Ja, selbstverständlich. Ja. Du weißt schon, dass dieses Aluminium gefährlich ist. Ja. Und du kaufst Aluminium, absichtlich Dosen. Und die schmeißt du bestimmt höchstwahrscheinlich noch weg und kassierst nicht mal die 25 Cent Dosenpfand. Also so wichtig jetzt einschätze, wie du das jetzt gerade sagst, ist das schon ein bisschen komisch. Mein lieber Freund, ich muss jetzt auflegen, denn wir haben einen anderen Anrufer, der bestimmt besser ist als du. Gerne. Ciao. Tschö. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer der Late Line. Und jetzt kommt endlich Savasch. Ja, hallo. Bist du cool, Savasch? Ja. Nee, du bist cool, Savasch. Wie heißt du? Savasch? Ja, genau, ich heiße Savasch. Du heißt wirklich Savasch? Ja, ich heiße Savasch. Grüß dich, du bist 26 Jahre alt, kommst aus Offenbach. Nee, Ostfriesland, sagen wir mal, ja? Ostfriesland? Wie? Nee, Ostfriesland. Ich meine, die Stadt wollte ich nicht gerade so benennen. Ach so, egal. Du kommst aus Ostfriesland. Du hörst uns über Enjoy. Ich höre euch über Enjoy. Schon und du hast angerufen über die 0880 5 mal die 5 und möchtest was besprechen? Ja, also ich saß 2 Jahre lang im Gefängnis, unschuldig. Unschuldig? Ja, wirklich. Wie konnte das passieren? Was ganz langsam, was ist passiert? Das war eigentlich mein Thema.
Ja, erzähl. Ja, 2006 war das. Mhm. Da war ich mit einem Kollegen, also damals mein Kollege, waren wir in der Disco. Und ja, da hat derjenige, der also mein Kollege sein sollte damals, jemanden überfallen. Okay. Und zwar das Ganze in meinem Auto. Ja. Und ja, überfallen und hat dann sein Handy noch geklaut von demjenigen, von dem Geschädigten damals. Und Gewalt war auch mit im Spiel? Ja, also Gewalt. Also wie ich das mitbekommen habe, hat er auf sein Gesicht getreten. Mit den Schuhen. Und dann bist du quasi aus dem Kalten direkt verurteilt worden zu zwei Jahren? Eigentlich 3 Jahre. Da muss aber vorher auch irgendwas passiert sein. Man wird ja nicht als normaler Bürger bei einem Raubüberfall, wo man lediglich, sagen wir mal, in dem Fall ja Zeuge, oder hast du dich auch beteiligt daran? Ich hatte ja nicht mal Vorstrafen. Nur das Doofe ist, das war ja kurz vor Silvester. Mhm. So, und im Silvester hat man ja, also die meisten haben ja so eine Schreckschusspistole bei sich. Leute, die ich kenne, haben Silvester keine Schreckschusspistolen bei sich. Ja, das ist ja nur wegen Vogelschreck und so. Das haben ja eigentlich die meisten, die ich hier kenne. Was? Und das war ja verboten, das wusste ich ja gar nicht. Du hast eine Schreckschusspistole bei dir, um Vögel zu erschrecken? Ja. Ja. Das hast du auch so dem Richter erzählt, ne? Ja, nee, das habe ich nie erzählt, aber ich habe ihm das alles erzählt. Ich wusste ja nicht, dass das verboten ist, dass man Schreckschusspistolen mit sich herumführt. Ja, genau. Das war kurz vor Silvester und das hatte ich halt im Auto. Und damit wollte ich zu meiner Freundin und mit der feiern und ja, ein paar Mal rumschießen halt. So, also fassen wir mal kurz zusammen. Du warst ein in Anführungsstrichen Kollege oder Bekannter von dir, hat jemanden in deinem Auto beraubt, hat ihm ins Gesicht getreten, dann hat die Polizei anscheinend euch festgenommen, in deinem Auto eine Schreckschusspistole gefunden, die dir gehörte. Du hast aber dich daran nicht beteiligt und hast gesagt, ich habe doch gar nichts gemacht, sondern ich war einfach nur da und hatte eine Schreckschusspistole und habe mir das angeguckt, wie der andere dem das Geld abgenommen hat, das Handy, und dem ins Gesicht getreten hat. Ja, nee, das Ganze war so, dass er halt wusste, dass ich eine Schreckschusspistole im Auto habe. Derjenige, der mein Freund war von früher. Und dann? So, bevor wir Disco gehen, hat er immer mein Parfüm benutzt aus dem Auto, weil ich immer alles bei hatte. Und genau da lag ja hier diese Schreckschusspistole. Mhm. Da hat er schon gesagt, hier, ist das eine echte und so? Ich so, nee, das ist nur eine Schreckschusspistole und weshalb und so, habe ich ihn erklärt. So, und da hat er sich das Ganze gespeichert im Kopf. Und auf dem Rückweg, also nach der Disco, da hat er so einen Kollegen gekannt. Das dachte ich ja nur, dass er sein Kollege war. Und dann hat er gesagt, hier, nimm ihn mal mit nach Hause. Mhm. Der wird ja auch Tankgeld und so geben. War auch nicht viel weit entfernt. Ich so, ja, von mir aus, mir ist es egal, ne? Da haben wir ihn halt mitgenommen. Und auf dem Weg hat er einfach, er saß ja mit ihm hinten. Ja. Und meine Dings da hat er auch schon genommen, Knarre, vorher schon. Mhm. Hat er bei sich gehabt und mit der Waffe hat er ihn dann bedroht. So genau weiß ich nicht, aber er hat ihn auf jeden Fall hinten bedroht. Und da haben die sich ja noch ein bisschen... Hat er auch Angst gehabt und hat auch meinen Kopf geschlagen. Ja, natürlich, weil man wusste ja nicht, ob das eine echte Waffe ist oder nicht. Aber sag mal, dann warst du im Auto, hast gefahren, die beiden saßen hinten und haben sich dann da, er hat den anderen abgezogen und beraubt. Abgezogen trifft es ja nicht, sondern beraubt. Und genau. Ich weiß nicht, wie genau der juristische Terminus da ist. Besonders schwerer Raub. Schwerer Raub mit Einsatz einer Waffe. Ja, genau. Unter Einsatz einer Schusswaffe. Also wenn eine Waffe im Spiel ist, ist es immer schwerer Raub. Genau. Deswegen, also richtig, das ist das Schlimmste, den schlimmsten Raub, den du begehen kannst, ist eigentlich der, den du begangen hast. Dem du beigewohnt hast. Und warum wurdest du jetzt zu 3 Jahren verurteilt, von denen du 2 Jahre absitzen musstest? Das verstehe ich nicht. Weil ich schwöre dir, bevor du für so lange Zeit einsitzt an einer Tat, die du nicht begangen hast, musst du ein anständiges Vorstrafenregister haben oder zumindest Polizei bekannt sein. Ich habe gar keine Vorstrafe. Hast nie irgendwas gemacht, warst nie vor Gericht. Nee, ich habe immer gearbeitet. Also aus dem Kühlschrank quasi ins Gericht rein und direkt für 3 Jahre weggesperrt. Ja, hat auch der Richter gesagt. Und dann so ein Ding, sagt er zu mir. Ne? So ein Ding war es nicht, ne? Aber... Ja, aber ich meine, wenn ihr eine Waffe einsetzt und jemanden beraubt, wie schwer verletzt war das Opfer denn? Also mit der Waffe wurde er nicht verletzt, nur halt
halt bedroht. Und dann halt bloß ins Gesicht getreten, oder wie? Ja, nicht bloß, aber... Ja, genau. So. Und das hast, da hast du aber nichts... was hat der, warum hat der Richter denn... Wie, nee, anders. Zu wie vielen Jahren wurde denn dein ehemaliger Arbeitskollege, dein Bekannter verklagt? Ja, auch 3 Jahre. Das heißt, ihr habt zu zweit wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes, habt ihr jeweils... Genau. Und zwar, weil ihr euch wahrscheinlich vor Gericht gegenseitig belastet habt. Ja, genau. Ja, ja, dann würde ich aber mal behaupten, bist du nicht unschuldig. So, ich erzähle dir das ja ganz jetzt. Ja. Auf jeden Fall habe ich es mitbekommen, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich auch am Fahren war. Und dann wurde ich von hinten geschlagen, auf dem Hinterkopf. Mhm. So, und dann habe ich Wagen angehalten und gesagt, jetzt geh raus, ne, aus dem Auto. Dann habe ich aus dem Auto rausgenommen. Hast du denn die Polizei gerufen? Nee, ich habe das Ganze, da habe ich mich ja nicht... eingemischt, das war ja mein Problem. Das ist ein großes Problem. Du hast, also ich, kann ich mal kurz aufzählen, welche, also aus meiner juristischen Laiensicht, welche Fehler du gemacht hast. Du hast erstens die Polizei nicht gerufen, zweitens hast du dem Raubopfer nicht geholfen, drittens hast du überhaupt mal einen falschen Freund anscheinend, viertens hast du eine Schreckschusswaffe im Auto geführt, das darfst du nicht. Du darfst eine Schreckschusswaffe nicht außerhalb deiner vier Wände bewegen. Du darfst als 18-Jähriger dir eine Schreckschusswaffe kaufen, die darfst du aber nicht führen, und im Auto halten heißt auch führen. Ja. Ich glaube, das ist auch, ist das eine Ordnungswidrigkeit noch? Ich glaube, es ist an der Grenze zur Straftat. Ich glaube, es ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz, aber ich bin mir nicht sicher. So. Und dann hast du vor allen Dingen, dass alles diese vier Fehler, diese vier Dinge, an denen du schuld warst, vier Dinge, ja, haben dazu geführt, dass aus einem Disco-Besucher, keine Ahnung, ein Opfer eines schweren Raubes wurde. Und dann hast du noch den Fehler gemacht, dass der Typ, den du dir da ins Auto geladen hast, so eine miese Sau ist, so ein anscheinend, wenn das stimmt, was du sagst, vorausgesetzt, so eine miese Sau ist, dass er dann, anstatt zu sagen, okay, ich war das, dich dann noch mit reingezogen hat. So. Also das ist eigentlich... Der hat ja sein Handy noch geklaut, das ist das ja. Ja. Und das, von dem ganzen Scheiß wusste ich ja nicht, dass er sein Portemonnaie geklaut hat oder so. Ich habe nur gedacht, er hat ihn halt irgendwie geschlagen oder irgendwas. Ja, und jetzt zwei Jahre Knast, Alter. Das ist ja echt scheiße. So, und dann mit dem Telefon hat er telefoniert, der Idiot, also mein sogenannter Mittäter. Ja. Damals, und darüber, über diese EMI-Nummer, wurde das Ganze dann rausgekriegt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das war ich nicht, ne? Das war der andere. Und derjenige, der... Dieser Geschädigte, der Typ, der hat auch gesagt, das waren 2 Leute und der war auch voll besoffen. Mhm. So. Und im Gerichtssaal wurde das Ganze ja noch schlimmer und alles durcheinander. Und wieso wurde das im Gerichtssaal noch schlimmer? Was ist da passiert? Ja, weil der Typ uns vertauscht hat. Ich war der Kleinere, der Muskulöse, und er war der Große und Schlanke. So, und wie er das erklärt hat, hat die Rollen so vertauscht. Es wurde dann dargestellt, dass du derjenige warst, der ihn abgezogen hat. Ja, aber dann hat sich das dann nochmal herausgestellt, dass ich das gar nicht sein kann, weil ich der Fahrer bin. Okay, aber das war auf jeden Fall so eine konfuse Situation. Und warum hast du... Also ganz, wenn du wirklich so derart unschuldig warst und da so viele Dinge dagegen sprachen, dass du... Warum hast du... Ich meine, warum hat dein Anwalt nicht gesagt, wir geben das in Revision oder wir gehen in Berufung? Haben wir ja, aber Berufung haben wir verloren. Wurde abgelehnt. Also Revision wurde abgelehnt. Revision wurde abgelehnt. Karlsruhe. Genau. In Karlsruhe sogar? Ja, das war ja diese Karlsruhe Gerichtshof, irgendwie so, keine Ahnung, das kam aus Karlsruhe, genau. Beim Bundesgerichtshof? Genau, richtig. Das ist aber dann Hut ab, dann, aber wo habt ihr also denn angefangen? Vom Landgericht? Vom Landgericht, genau. Ah, okay. Das war ja mein erster Anwalt, war ja ein normaler Dorfanwalt, aber der zweite ist ja, der jetzige, ist ja ein Bremer, hier Bremer. Koch. Ja. Sagt ihr das was? Sag mir nichts, nee. Hier Behrendt und Koch. Behrendt und Koch sagt mir nichts, ne? Das sind ganz gute Anwälte aus Bremen eigentlich. Das müsste man. Nö, kenne ich nicht. Ja, auf jeden Fall mit Anwälten nicht so viel zu tun. Okay, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch nichts mit den Anwälten zu tun, nur falsche Freunde, ne? Ja, und hat nicht geklappt, ne? Richtig. Ja, so, und wie waren denn jetzt die 2 Jahre für dich im Knast? Ja, da habe ich meine Realschule gemacht im Knast. Das war nicht ganz gut, aber das muss nicht sein, finde ich. War das denn, hattest du denn gelockerten Vollzug wenigstens? Oder warst du wirklich richtig mit Umschluss? Nach etwa 1,5 Jahren hatte ich gelockerten Vollzug, ja. Okay. Die restlichen paar Monate hatte ich offenen Vollzug, aber sonst
habe ich in Fechter gesessen. Okay, ach ja, guck, da war ich auch schon mal. Also nicht gesessen, sondern nicht mal besucht. Aber sag mal, würdest du denn sagen, würdest du wirklich sagen, du warst wirklich unschuldig oder hast du, ist das eine Verkettung ungünstiger Entscheidungen, Situationen, die du hättest beeinflussen können? Ich finde, ich hatte schon wenig Schuld. Was heißt Schuld? Weil so für das bisschen sitzt man noch nicht 2 Jahre im Gefängnis. Mhm. Das ist das Problem. Ich habe Überleg doch mal bitte als unschuldiger, unbedarfter Typ, setzt du dich in ein Auto, hast auf einmal eine Knarre an der Birne, dir tritt jemand ins Gesicht wegen eines verkackten Handys. Ich meine, was für ein Handy war denn das, dass sich das lohnt? War das ein pures iPhone, Samsung, Galaxy aus purem Platin oder was war das? Das war ein Scheiß-Handy von Nokia, keine Ahnung. Und ihr wart wahrscheinlich besoffen auch noch oder so, ne? Ja, ich war besoffen, ja. Du warst besoffen, also dann gab es dann dazu noch eine Straftat, Fahren unter Alkoholeinfluss. So, ich erzähle dir mal das Ganze jetzt. Ich wurde ja gar nicht erwischt. Ja, aber anscheinend... Der hat ja nach ein paar Monaten... Hat er ausgepackt. Wurde er erwischt und dann hat er gesagt, ja, das war der Savasch. Das war nicht ich und dann kam die Polizei auf mich zu. Ja. Und dann habe ich denen das Ganze erklärt. Also wenn sogar, schon... Wenn schon Verbrecher, dann wenigstens Verbrecher-Ehre, ne? Also das ist ja nun wirklich, also, aber naja. Nein, sogar, ich hab den Polizisten sogar erzählt, dass ich halbe Flasche Wodka getrunken habe. Okay, aber dafür wurdest du wahrscheinlich nicht verknackt und das hat auch keinen gekratzt. Nein, dafür habe ich aber meinen Führerschein verloren. Ah ja, schön. Weil ich ehrlich war. Okay. Siehst du, und Ehrlichkeit... Ja. Bringt uns hier nichts in diesem Land. Ja, doch. Also ich glaube, weißt du, das Schöne ist, jetzt hast du das Ding abgesessen und jetzt hast du quasi für all das, was in einer Nacht passiert ist, was so eine Verkettung von unglücklichen Umständen, falschen Entscheidungen, Freunde, fucking Gaspistole im Auto, kein Mensch mit einem Funken Verstand im Kopf führt eine Gaspistole im Auto mit sich. Warum? Zum Vögel verscheuchen? Und an Silvester kauft man sich Knaller und ballert nicht mit einer Gaspistole rum wie so ein Bekloppter. Also echt, so, und weißt du, und dann, jetzt hast du deine anderthalb Jahre gesessen, hast ein halbes Jahr offener Vollzug gemacht, oder zwei. Ja. Ja, also anderthalb Jahre gesessen und ein halbes Jahr offener Vollzug. Das ist ja schon harmlos, so. Dann hast du da, kannst du draußen mal einkaufen gehen und übernachtest dann nur, so. Und jetzt hast du das Kapitel hinter dir, bist jetzt 26 Jahre alt und kannst doch jetzt sagen, ey, mit dem Realschulabschluss, ich meine, das hat auch was Gutes, das hast du erstmal einen Realschulabschluss. Hättest du doch vorher auch nicht gehabt. Ja. So. Nee, vorher hätte ich es nicht geschafft. Nee, ich hatte, und wenn der Bundesgerichtshof das ablehnt, dann scheinen da ja doch erhebliche Zweifel daran bestanden haben, ob du wirklich unschuldig warst, so wirklich so unschuldig, wie du gerne wärst. Ich kann das schon verstehen, dass du im Nachhinein so denkst, fuck, ey, so ein Scheiß, ich hätte es am liebsten rückgängig gemacht, aber ich meine, nun ist es passiert, jetzt hast du deine Strafe abgesessen und jetzt kannst du ja alles besser machen. Du hast jetzt ja noch, ich sag mal so, locker 70 Jahre vor dir, wenn alles gut läuft. In denen musst du nie wieder mit besoffenen Vollidioten rumfahren, die anderen Leuten Knarren an den Kopf halten und kannst mit deinem Realschulabschluss im Grunde genommen alles machen, was du willst. Ist doch super. Du kannst, obwohl zur Polizei kannst du, glaube ich, nicht mehr, aber alles andere geht. Also bei mir läuft es auf jeden Fall gut, lief es immer. Was machst du denn jetzt eigentlich beruflich? Ich habe ja ein Restaurant mit der Familie. Okay. Und das läuft eigentlich schon seit Jahren immer gut. Und das, wenn du mich kennen würdest, dann würdest du mir auch glauben. Weil ich bin ja nicht arm, ich bin ja nicht auf die 50 Euro oder sowas angewiesen. Ja, sei einfach dann ein bisschen blöd gewesen vielleicht. Ich war nur, wie der Richter gesagt hat, am falschen Ort. Ja, also, ja aber in dem Tag, Fall, aber Ort. In dem Fall nützt es tatsächlich nichts, ne? Nee, egal, ich finde, das hat mir schon geholfen, dass ich da saß, nur dass ich alles verlieren musste. Führerschein verlieren und meine Freundin verlieren und alles habe ich ja in der Zeit verloren, weißt du? Ich hoffe, also ich kann das total verstehen, dass man dann irgendwie anfängt, das dann so von sich selbst wegzuschieben und zu sagen, ey, die haben mich verarscht und so. Aber ich meine, es funktioniert halt nach bestimmten Regeln. Und wenn du in einem Wagen sitzt, mit einem Typen, der auf der Rückbank, während du besoffen fährst, einem anderen eine Knarre in den Kopf hält, dem ins Gesicht tritt, das Handy wegnimmt und einen schweren Raub begeht. Und du nicht am nächsten Tag zur Polizei läufst, mit klarem Kopf, meinetwegen noch. Das ist ja, ich meine, das hätte ich dann noch verstanden. Wenn du dich daran erinnert hättest und gesagt hast, oh fuck, ey, scheiße, schlechtes Gewissen quält dich, du kannst nicht schlafen, dann läufst du am nächsten Tag zu den Bullen und sagst denen das. Ich schwöre dir, es wäre nichts passiert. Was wäre passiert? Die hätten nicht mal Bewährung bekommen. Du hättest wahrscheinlich ein paar Sozialstunden bekommen, wenn überhaupt. So. Wenn überhaupt, das stimmt. Wenn du ohne Vorstrafen in so ein Ding reingerätst und dann direkt 3 Jahre bekommst, dann klingt das jetzt zwar so harmlos, aber dann ist das ein richtig dickes Ding.
Niemand verknackt jemanden zu 3 Jahren und dann noch mit einer Revision beim Bundesgerichtshof, die abgelehnt wird. Du wirst nicht für 3 Jahre verknackt, wenn du daran nicht schuld warst. So. Und weißt du, das ist so eine Geschichte, wenn du, es gibt ja manchmal so Mordgeschichten, komplizierte Beziehungsgeflechte, Dinge, wo es Indizien gibt. Aber du warst ja in dem Auto, du warst ja besoffen, du hast dem Typen nicht geholfen, du hast nicht angehalten. Das war deine Waffe. So. Ja. Das spricht einfach leider echt gegen dich. So. Oh, Mann. Ja, das Ganze spricht auch alles gegen mich. Oh Mann. Aber ich bin stolz auf mich. Ich habe immerhin meinen Abschluss geschafft. Ja, das ist total geil. Und du kannst auch stolz auf dich sein. Ich meine, solange du jetzt nicht wieder so einen bescheuerten Scheiß machst. Ich meine, du bist ja auch 2 Jahre älter jetzt, so muss man auch mal sagen. Ich hoffe, den Freund in Anführungsstrichen hast du jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich eine Freundin. Du hast eine neue Freundin. Ja, damals hatte ich auch eine, aber die hat mich ja im Stich gelassen. Oder es war auch meine Schuld. Naja, gut, aber naja, also ich das ist natürlich, wenn man so eine Beziehung, also das klingt jetzt nicht so krass, dass man dafür hätte eine Beziehung beenden müssen, so. Also, aber ich meine, na gut, das ist ja. Aber die Beziehungen enden immer drin. Ist immer so. Haben das deine hast du denn so Knastkontakte jetzt? Hast du jetzt quasi Verbindungen in den Bau? Leute, die du da kennengelernt hast? Wenn man neu reinkommt, dann telefoniert man ständig mit seiner Freundin oder was weiß ich, Frau. Und die Jungs, die da schon länger saßen, die sagen, ja, dauert nicht mehr lange. Bald sagt sie es dir. Mhm. Ist ja was denn, ja, dass sie dich nicht mehr will, ne? Dass sie einen anderen hat. Oder sie geht nicht mehr ran. Ja, es ist halt schon schwierig. So. Aber es ist ja schon schwierig, wenn dein Mann, dein Freund im Knast sitzt. Alter, das ist ja schon, ich sag mal so, da kannst du nicht auf einer Party mit angeben, ne? Nee. Wo ist denn dein Freund? Ach, der ist im Knast für 2 Jahre wegen schweren Raubes. Hm? So. Nein, kann man aber nicht. Nee, hast schon recht. Das ist ja schon eine peinliche Sache für sich selber. Mann, ey. Aber ich gebe da auch nicht die Frauen die Schuld, sondern gib mir ganz persönlich die Schuld. Was soll das denn? Du kannst ja nicht eine Freundin also draußen allein lassen und dann noch erwarten, dass die ist ja auch noch jung, dass sie auf dich wartet. Das geht nicht. Savas, ich mache jetzt mal so einen auf Domian, ne? Mach so einen Scheiß einfach nie wieder. Und ich meine, du bist so ein vernünftiger Typ so. Also kannst das alles einordnen und sowas. Auf deiner Seite zu haben irgendwie. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort und hast eine Reihe falscher Entscheidungen getroffen. Hast dafür jetzt aber deine Strafe abgesessen. Und das ist ja auch das Schöne. Dann ist ja auch gut so. Dann sagt ja unsere offene soziale Gesellschaft doppelt gemobbelt. Dann sagt ja unsere Gesellschaft sagt dann ja, unsere deutsche, mitteleuropäische Gesellschaft, komm zurück zu uns und glieder dich wieder ein, sei wieder einer von uns, wir haben dich wieder gern, du hast deine Strafe abgesessen und jetzt ist auch gut. Ich habe ja auch keinen Hass oder so auf die meisten Ausländer auf Deutsche oder so. Ganz und gar nicht. Ich habe da hauptsächlich nur deutsche Freunde. Was darum bist du denn für Landsmann eigentlich? Ich bin Kurde. Kurde, ach so. Kurde, guck mal, ich kriege übrigens gerade kostenlosen Rechtsrat von Tobias Unger per Mail an talk@lateline.de. Er schreibt, hallo, der Anrufer war wohl nach Ansicht des Richters gemäß Paragraph 250 Absatz 1 Nummer 1a, 25 Absatz 1 StGB, Mittäter Beteiligter am Raub und hat durch die Schreckschusspistole eine Waffe mit sich geführt. Das bedeutet also, unabhängig von deiner strafrechtlichen Vorgeschichte, eine Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren. Und ich lese den Paragraph mal vor. Auf Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub, und du warst in dem Fall ein Beteiligter am Raub, ein Komplize, weil du nicht sofort die Bullen gerufen hast, als du im Auto gemerkt hast, sondern du bist Komplize und du hast dich nicht gemeldet ein halbes Jahr lang bei den Bullen. Kein schlechtes Gewissen gehabt. Einfach so. Der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren. A. Wenn eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt. Das warst du. B. Sonst ein Werkzeug oder Mittel bla 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 bei sich führt und so weiter. Du hast also quasi, das ist ja also Paragraph 250 Absatz 1a. Da hast du gegen verstoßen und da sind 3 Zeilen und die 3 Zeilen sagen, wenn du das machst, bist du für 3 Jahre weg, auf jeden Fall. Da hast du also quasi die Minimumstrafe bekommen. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Ich hätte auch, aber wenn ich Glück hätte, minder schwerer Fall kriegen können, also das wollten wir haben. Schwerer Raub, minder schwerer Fall. Mhm. Genau, das gibt es aber auch. Die hat mir mein Anwalt damals erklärt, okay, da hätte man 2 Jahre und auf Bewährung kriegen können. Was wäre denn der mildernde Umstand gewesen da? Was wäre ein minder schwerer Fall? Also wenn du, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht genau. Wenn du jetzt zum Beispiel
nach dem Raub weinend zusammengebrochen wärst und am selben Abend noch zu der Polizei gefahren wärst oder sowas und gesagt hättest, nee, das, ich halte das nicht, dieses schlechte Gewissen, aber das hatte ja nicht gekratzt ein halbes Jahr lang. Ja. Nee, ich glaube, ja, wenn der schwere Fall, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich dir das erklären soll, aber... Also wenn es nicht so schlimm ist, aber wenn man eine Pistole im anderen ins Gesicht hält, ist das ja, also wie willst du daraus einen minderschweren Fall machen? Der wusste ja nicht mal, dass es eine Schreckschusspistole ist. Der hat ja in dem Fall Todesängste ausgestanden. Wegen eines scheiß Handys. Ja, scheiß Handy und hat noch von ihm 100 Euro ausgeraubt. 100 Euro und Handy. Ja, wegen 100 Euro und ein scheiß Handy. Ist ein schlechter Stundenlohn. Führerschein verloren. Schlechter Stundenlohn für dich, ne? Sagen wir zwei Jahre. Man kann sogar ein Buch schreiben über mich, ey. Du, zwei Jahre für einen 100-Euro-Schein, einen halben 100-Euro-Schein und ein halbes Handy, was ihr alles wieder zurückgeben musstet. Ja. Junge. Ja, und wenn du dann noch im Knast sitzt und sagst, warum sagst du denn wohl, ne? Und dann sagst du, ja, wegen 100 Euro, dann lachen die dich aus. Da lachen die, also bist jetzt ja nicht so ganz weit unten, aber das ist schon, da bist du schon der Comedy-Gefangene. So, also Raub und so ist schon okay für die Jungs, das akzeptieren aber minderschwerer Fall. Wie, du hast besoffen den Wagen gelenkt und hast dann einfach hinten den Raub mit deiner, bist du bescheuert? Das ist schon. Ehrlich gesagt habe ich nach ein paar Monaten mir anders überlegt, habe gesagt, ja, ich war da einfach drin. Nee, du hast gesagt, im Knast hast du gesagt, das war Mord, damit du Respekt ich hast. Ich habe einfach die Sache noch ein bisschen übertriebener gemacht, damit das ja ein bisschen leichter wird für mich, ne? Mord. Es war Mord, ich habe ihn ermordet. Ich habe ihn mit seiner eigenen Hand erschlagen. Erst habe ich ihm die Hand abgebissen und habe ich ihn mit der eigenen Hand erschlagen. Und dann hätten sie Respekt gehabt von dir. Ja. Aber da hätten sie, wenn du jetzt in eine Bank überfallen hättest, da hätten sie gefragt, wo ist denn das Geld und so, und dann hättest du auch keine Ruhe gehabt. Aber das ist, ich würde sagen, aus dem Bereich Trottelkriminalität. Mein lieber Savas, liebe Grüße nach Ostfriesland. Ich hoffe, dass das nie wieder passiert. Und dass du vor allen Dingen, ich meine, du bist ein vernünftiger Typ, mach in deinem Restaurant, sei erfolgreicher Geschäftsmann und ja, das reicht doch. Mache ich auch hauptsächlich. Gehe auch nicht mehr raus, also keine Disco mehr. Das kannst du ja machen, aber du darfst halt nicht irgendwelche Assis kennenlernen. Auf dass du nie wieder im Gefängnis sitzt und dass du nie wieder mit Anwälten zu tun haben musst. Nee, ich habe auch meine Bewährung bald zu Ende. Wann ist, wie lange läuft denn noch Bewährung? Eigentlich 3 Jahre, aber jetzt im Januar soll es beenden, weil ich ja gar keine Vorstrafen habe und weil ich festen Wohnsitz habe. Ach cool. Und da der Bewährungshelfer für mich gar nicht mehr... kann nichts für dich tun. Richtig, genau. Also ich bin für ihn der Beste. Savas, das klingt doch vernünftig. Dann, dann mach dir ein schönes Jahr. Das Jahr 2012 kann dein Jahr werden. Danke dir, ja. Mach's gut. Du auch, ja? Savas, tschüss. Tut mir leid, ich war ein bisschen aufgeregt. Tschüss. Nee, ich auch, du. Tschüss, mach's gut. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. 0880 5x5. Ihr merkt, heute ist offene Themennacht und ihr könnt anrufen, zu welchem Thema auch immer ihr anrufen mögt. Und Daniel und Bilal aus Leer, aus Friesland. Sind in der Leitung. Hi. Hallo, hi. Na? Wie geht's? Ja, gut. Und dir? Ja, sehr gut, sehr gut. Bist du Daniel oder Bilal? Ich bin Daniel. Wo ist Bilal? Hier. Hi. Nee, mehr. Ja, du, wir haben ja gerade mit dem Savas gesprochen. Der hat erzählt, dass er keinen Führerschein mehr hat. Darum geht's auch bei euch, ne? Ja, quasi. Erzähl doch mal. Also ich habe einen Führerschein, aber der Bilal möchte gerade mit meinem Auto fahren. Aber der ist schon zweimal bei der Theorie durchgefallen und er kann mich nicht so wirklich überzeugen, dass ich ihn fahren lassen soll. Ja. Und da dachten wir, ob du uns helfen kannst. Du, ich würde es mal ausprobieren. Ich würde aber erstmal eine Runde fahren und dann würde ich zur Polizeiwache der nächsten fahren und mal fragen, ob das in Ordnung war. Und dann kannst du mal gucken, was passiert. Das ist ja ganz blöd. Ja, also was Schöne ist, dass du machst es. Du hast quasi dem Willen von Bilal nachgegeben und auf der anderen Seite bekommt Bilal am selben Abend noch die gerechte Strafe dafür. Nämlich, dass er in den nächsten 3 Jahren keinen Führerschein machen kann. Aber ich krieg doch schon auch eine Strafe, wenn ich ihn machen lasse, oder nicht? Ja. 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 Aber ich meine, ihr habt dafür eine Menge Spaß und ein bisschen Arbeit an den. Also ihr könnt mal sehen, wie so eine Einzelrichterentscheidung aussieht wie das ist, ein Ordnungsgeld zu bekommen. Wie Polizisten reagieren, wenn man denen sagt, dass man gerade sowas gemacht hat. Und ich meine, wenn ihr heute Abend nichts vorhabt, das ist bestimmt auf jeden Fall die nächsten 3-4 Stunden ein großer Spaß. Also eine halbe Stunde Auto fahren, 3,5 Stunden auf der Wache verbringen. Und erstmal muss man die Polizisten überzeugen, dass man sie nicht verarschen will, sondern dass man es gerade wirklich gemacht hat. Wir könnten das ja auch so aussehen lassen, dass er mich gefesselt hat und in den Kofferraum gesperrt oder so. Dann wäre ich doch raus, oder nicht? Das wäre Freiheitsberaubung auch noch, das kommt noch dazu. Dann hätte Bilal, dann ist er auf jeden Fall direkt so in Savas-Richtung schon. Ist genial. Im Bereich Trottelkriminalität. Versehentlich eine Gaspistole im Auto vergessen.
Die habe ich nicht. Ja, vielleicht ist auch eine gute Idee, nochmal eine Gaspistole dir irgendwo zu organisieren. Am besten illegal. Oder für jemandem eine Gaspistole klauen, die dann ins Handschuhfach legen und dann sagen, oh, wusste ich gar nicht. Aber den Polizisten zeigen, Herr Polizist, da liegen übrigens liegt noch eine Gaspistole. Nee, da liegt noch eine Pistole. Noch besser, man holt sie aus dem Handschuhfach raus und sagt, ich habe eine Pistole. Ohne zu sagen, was man genau damit meint. So, und dann mal gucken, was passiert. Das ist eine tolle Idee. Also wenn du heute Nacht noch nichts vorhast, dann mach das doch mal. Mal gucken, was passiert. Ja. Ich glaube, wir würden dich dann anschließend anrufen und berichten. Ja, also ihr habt aber dann nur einen Anruf dann leider. Dann müsst ihr, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir dann mit euch hier über die Late Line mit euren Anwälten verbinden. Ach so. Also du, obwohl du wärst ja im Kofferraum gefesselt, Bilal hätte das Problem. Und Stichwort Racial Profiling. Ich weiß nicht, Bilal, wie oft du schon angehalten wurdest von der Polizei. Ich sag mal so, unsere Männer in Blau, Grün, je nach Bundesland und Frauen, sind ja Experten in der Verfolgung von Straftaten. Und Leute, die Bilal heißen, sehen oft aus wie Leute, die Bilal heißen und werden gerne mal öfter rausgewunken als Leute, die Daniel heißen, ne? Ja. Ja, also ich bin noch einmal angehalten. Noch nicht mal, aber du hast auch keinen Führerschein. Nee, auch nicht. Wurdest du noch nie mal irgendwo kontrolliert in der Disco oder sowas? Nach dem Ausweis? Ja. Doch, ja, ständig. Ständig, ja, siehst du, guck mal. Weil, was bist du, Türke? Nee, Libanese. Libanese. Richtig. Ach, guck mal, Edelaraber. Ja, genau. Ah ja, ja, aber dann guck mal, Libanese, ne? Dann am besten wäre noch cool, wäre das, wenn du Staatenloser wärst. Also du sagst zwar allen Leuten, du bist aus dem Libanon, hast aber keinen Pass. Da werden Polizisten immer besonders hellhörig. Da verbringst du Nächte in Zellen und so, sag ich dir. Genau. Also ich habe eine umgekehrte Staatsbürgerschaft, ne? Eine umgekehrte? Ja, ich weiß auch nicht. Sowas gibt's normalerweise gar nicht, aber hier in Leer ja wohl schon. Was heißt umgekehrte? Ostfriesische Staatsbürger oder was? Nee, steht einfach bei der Stadt. Vielleicht steht umgekehrt. Bilal und Daniel, ganz kurz, ihr müsst mal ganz tapfer sein. Ja. Wir sind in bei drei gefällt mir's auf unserer Late-Line-Facebook-Seite, sind wir bei 10.000 Fans. Wir sind jetzt bei 9.997 Facebook-Fans. Und wenn wir jetzt noch drei Klicks haben, dann landen wir bei 10.000. Und ich möchte gerne derjenige sein, der das hier vorliest. 10.000! Hahaha! Wir haben 10.000 Facebook-Freunde. Das ist geil, oder? Ist das nicht geil? Das ist total geil. Ist das nicht geil? Geil? Ist das nicht geil? Das ist mega geil. Ist das nicht geil? Ist das nicht super geil? Mhm. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich werde nachher mal posten. Ich war beim 10.000. Fan dabei. Oh, ist das schön. Daniel und Bilal, bitte macht es nicht. Fahrt nicht mit ohne Führerschein. Und Bilal, du musst einfach ein bisschen lernen für die Theorie. Oder bist du blöd? Ja, ich glaube, er ist blöd. Also ein bisschen blöd muss man für Theorie schon sein. Also wer da alles schon einen Führerschein gemacht hat, also... Pff. Ja. Ne? Gut. Ich soll dir von Bilal sagen, halt die Fresse, Alter. Alles klar. Halt die Fresse, mein Guthaben ist alle. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. 0880-5x5 ist die Telefonnummer und bitte ruft an. Bitte ruft an. Wenn ihr nicht anruft, dann haben wir hier richtig, dann brennt hier richtig. Entschuldigung. Oh Gott. Und das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieser Rülpser wurde von euren Gebühren bezahlt. 0880-5x5. Ich muss mal eben einmal eine Dose Jack Daniels aufmachen. Eine Dose Prosecco. Lecker, lecker, der Gute. Oh Gott, schmeckt das scheiße. Aber was tut man nicht alles, um für euch da zu sein? 0880-5x5. In der Leitung ist jetzt Henry, 23 Jahre alt. Bislang haben wir nur Männer heute Abend. Wieso, Henry? Das kann ich dir auch nicht erklären, ich weiß auch nicht. Warum denn? Ist heute so eine männliche Sendung irgendwie? Ja, ist wahrscheinlich schon spät und wer bleibt schon so lange an der Flasche? Ja, das frage ich mich auch. Wie geht's, Henry? Du kommst aus Bremen, bis 27 genau. Jahre alt. Hörst du genau. Bei Bremen 4? 23, Entschuldigung. Genau, kein Problem. Worum geht's? Ja, also ich habe mich meiner Lieblingsbeschäftigung gewidmet. Dem Masturbieren. Nein, das ist meine Zweitlieblingsbeschäftigung. Wirklich? Ganz ehrlich? Hand aufs Herz? Ja. Okay. Ganz. Also, was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Mit dem Freundin den Alkohol genießen, um es mal mit so zu sagen. Also saufen. Saufen, richtig. Ja. Cool. Machst du ja auch ganz gerne, ne? Sogar auf Sendung.
Nee, ich sauf nicht auf Sendung. Ich trinke. Nee, was hast du denn gerade getrunken? Ich trinke hier einen Energy Drink, Mad Max. Ah, und wir sagen, Horse. Dass der Jack Daniels, was denn hier? Das ist nur um anzugeben. Ich trinke ja, wie du vielleicht, wenn du die Sendung öfter mal hörst, wirklich keinen Alkohol. Ich trinke keinen Ach so. Alkohol. Moslem. Ja, bin Moslem. Ach so. Ja. Okay, Ja, tja. Da ist die Stimmung direkt im Keller. Angst? Angst oder was? Na und? Nein, ich habe keine Angst. Ich kann das nur. Ich finde das immer mit. Ich finde es sehr. Ich kann mir das nicht so vorstellen. Kein Alkohol zu trinken? Zu trinken, ja. Warum nicht? Bist du süchtig? Nein. Ist das nicht das nicht erste Anzeichen von Alkoholismus, dass man nicht weiß, wie es ohne geht? Natürlich, ich weiß auch, wie es ohne geht. Nur jetzt gerade. Ich meine, es ist Donnerstagabend in Bremen. Mhm. Das ist der Tag, an dem, glaube ich, in Bremen am meisten getrunken wird. Warum? Geht am meisten. Ist irgendwie Messertag in der Waffenverbotszone oder was? Alle Waffen müssen Nein. draußen bleiben, nur Messer. Heute dürfen Messer rein. Alle Leute gehen, wir gehen heute ins Stubo. Messer dürfen mitgenommen werden. Cool. Warum ja, wird denn besonders, nicht so hin. Warum wird denn besonders viel gesoffen hier am Donnerstag in Bremen? Ja, ist der Studentenabend zum Beispiel in der Eule. Ah, die lila Eule, cool. Genau. Ist es immer noch so, dass man, wenn man so 3 Stunden lila Eule isst, dass man dann quasi von den Wänden trinken kann? Richtig, ja. Lecker. Das ist besonders günstig, wenn man kein Geld mehr hat, weil dann kann man sich mal einen Schluck genehmigen. Salziges Wandwasser. Irgendwann ist der Schweiß an den Wänden auch alkoholhaltig, deswegen cool. wird man dann auch von der Wand besoffen. Und ist ja, ich meine, ist ja destilliert, also ist ja quasi reines destilliertes Wasser, darf man nicht zu viel von trinken, ansonsten geht der Körper ein, wenn man zu viel destilliertes Wasser trinkt. Ja, der dehydriert dann. Ja. Nee, genau. Das ist ja Quatsch. Genau, nee, ich glaube, man dehydriert, wenn man zu viel, nee, wie ist das? Salze verbinden sich mit dem destillierten Wasser und dann wird dem Körper werden Mineralien entzogen oder sowas, ne, glaube ich, dann so ist es, glaube ich. Ich habe leider kein Chemie studiert. Ich weiß, es ist, glaube ich, eher Biologie. Aber oder eine Mischung aus beim Biochemie. Sehr gut. Oder einfach allgemeine Quatsch, weiß ich nicht. So, also jetzt, du hast also, das ist ja, um es abzukürzen, du hast gesoffen, Punkt, weiter. Genau, und dann saßen wir in der Küche und ja, und mein, ich habe dann da was kaputt gemacht und ich weiß, dass mein Mitbewohner jetzt gerade in der Küche sitzt. Oh. Ja. Was hast du kaputt gemacht? Ich habe ein wichtiges Glas von ihm kaputt gemacht. Was für ein wichtiges Glas? Ja, das Glas benutzt er wohl öfters. Er mag es sehr gerne und ich habe es ihm sogar selbst zum Geburtstag geschenkt. Ein Glas, mit dem er was verbindet. Ist es ein Fanglas vom Werder Bremen? Oder ist es Nein. Ein Leonardo-Glas, ein teures, gutes Leonardo-Glas. Es ist ein Genussmittelglas. Ein Alkoholglas. Fast. Was ist es für ein Glas? Es ist eine... Ein Bon. Ja, richtig. Ach so, ja, warum sagst du das nicht? Ja, ich weiß eine nicht. Bon, ich muss man ja sagen. Eine genau. Bon, ist ja feminin. Eine Bon, genau. Die Bon. Richtig, ich habe seine Bon zerstört. Warum? Weil du reingepustet hast und weil du Bläschen gemacht hast oder was? Nee, er stand auf dem Balkon, hat geraucht und hat mir gesagt, Henry, der Schnee bleibt liegen. Und ich wollte völlig euphorisch das Licht anmachen, um es zu sehen. Aber es ging gelaufen. Und die Bon stand genau vor dem Lichtschalter. Das ist ein Trottel. Ja, ich habe sie total kaputt gehauen. Du, ey, aber sag mal, ist ganz kurz, hab ich das richtig gehört? Ist gerade Schnee bei euch? Ja, richtig, wir haben hier gerade Schnee auf dem Balkon liegen. Schnee in Bremen, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. War letztes Jahr auch schon. Ist das nicht verboten? Meinetwegen ja. Ist doch verboten. Sehr gerne. Schnee ist ja, was mache ich denn jetzt? Wie erkläre ich, was soll ich jetzt am besten sagen? Ich würde versuchen, ist es so abgebrochen an so einer ungünstigen Stelle oder ist es wirklich richtig tausend Sterben? An einer sehr ungünstigen Stelle abgebrochen. Wenn er sie nochmal benutzen würde, dann würde er wahrscheinlich verbluten. Dann gehst du jetzt fährst du jetzt einfach ins Viertel mit dem Fahrrad morgen und holst an der Kreuzung dir in diesem Laden da an der Kreuzung einfach einen neuen. Du kennst ihn also. Ja, natürlich. Warum kenn ich kennst den. Du den denn? Weil ich aus Bremen komme und ich weiß, wo die Läden sind, wo man solche Gläser kauft. Dann alles kaufst du einfach einen neuen, warum denn nicht? Ja, ist auch oder frag doch mal deine Haftpflichtversicherung. Warum sollte eine Haftpflichtversicherung... Ja, aber ohne Witz. Entschuldigung. Das ist doch, nee, pass mal auf, das ist doch nicht illegal. Das ist doch, abgesehen davon ist das das Paradebeispiel für einen Haftpflichtfall. Bist du haftpflichtversichert? Frag mal über deine Eltern. Ja, guck mal. Du bist, fahrlässig mit... Also nee, nicht fahrlässig. Ich frage meine Mutter. Mama, ich habe die Bon von meinem Mitbewohner kaputt gemacht. Ja, ey, du bist 23. Du musst langsam müssen deine Eltern wissen, was du in deiner Freizeit machst. Saufen und rauchen. Und... Ja, warum denn nicht? Was kostet denn so ein Ding? Weiß ich ja nicht. Bestimmt mehrere Euros. 100 Euro? Ach, bist wahnsinnig. Zu viel.
Zu viel. Es sei denn, du willst dir sowas ganz Exotisches kaufen. 40 Euro. Ja. Ja, aber 40 Euro sind ja wohl drin. Da machst du nicht mal einen Versicherungsfall drauf. Ich bin armer, dreckiger Student. Dann gehst du halt mal eine Nacht auf den Strich, verdammt nochmal. Reiß dich mal zusammen. Oder gehst du mal irgendwo für, also 40 Euro wirst du ja wohl auftreiben können. Ja, das kriege ich. Auf legalem Wege. Ach, hilfst du mal bei so einem Umzug mit oder sowas? Kann ich nicht. Wieso kannst du nicht? Ich bin behindert. Wie, du bist behindert? Ich habe kaputten Rücken. Ja, ich habe mit 23, was hast du denn gemacht? Das glaubst du mir nicht. Ja, stimmt. Ich habe immer so eine ungünstige Haltung beim Masturbieren gehabt. Versucht sie selbst einen zu blasen. Ja, dabei sind mir mehrere Rippen gebrochen und die sind dann in den... Ja, Marilyn Manson hat sich deswegen ja die Rippen rausnehmen lassen. Ich muss jetzt an dieser Stelle, ich meine, wir haben jetzt nach 0 Uhr, wir können doch mal sagen, wie es ist. So. Okay, Marilyn Manson, Vagina, ich wollte es auch nochmal machen. Ja, man kann es ruhig mal machen. Um 0.12 Uhr. Marilyn Manson hat sich 2 Rippen rausnehmen lassen, damit er das kann. Lassen Sie das ganz medizinisch korrekt aus, oder zumindest mit Fremdwörtern, die nicht alle verstehen, um den Auto zu fellationieren. Hat er das gemacht. Autofellationierung. Autofellatio. Ja. So. Um einen Autofellatio durchzuführen, hat er sich 2 Rippen rausnehmen lassen. Angeblich, sagt das Internet, und das Internet lügt nie. Das stimmt. Ja. Hast du schon mal versucht, dich selber zu autofellationieren? Bei mir ist es eher so, tatsächlich von der Größe, dass es sogar tatsächlich gar nicht anders geht. Dass es lästig ist zum Beispiel, wenn ich im Bett liege auf dem Rücken, dass er mir dann ins Gesicht schlappt. Und zwar im nicht korrigierten Zustand. Weil es einfach... So. Das ist dann die Schattenseite. Natürlich quasi hat es Vorteile. Ab und zu mal in den Mund rein. Ja. Es hat viele Vorteile, aber es hat eben auch einige Nachteile. Das sind nämlich Schattenseiten. Die Schattenseiten. Alles von klar, von ja. Genital-Elefantitis. Richtig, ja. Mein Lieber, in diesem Sinne genug. Ich gehe zu dem Laden da und kaufe einen neuen. Eine neue. Ja, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Vielleicht baue ich dem einen aus Pappe. Ja, dem fällt das gar nicht auf. Aus einer alten Pepsi-Flasche von Lidl. Richtig, genau. Gut. Der ist ja so dicht. Der trägt das ja gar nicht. Ciao, Sie. Alles klar, tschüss. Cheers. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Und das ist die Nummer der Late Line. Dies ist die Sendung, die ihr gerade hört. Mein Name ist Jan Böhmermann. Ich sage das jetzt mit vollem Selbstbewusstsein an der Stelle, wo es gerade um gesichtsschlappende Geschlechtsteile ging, weil ich sage, ja, okay, es ist so. Man muss zu Dingen stehen. Man muss sich hinstellen, wenn man in der Radioöffentlichkeit steht, muss man auch mal manchmal Bekenntnisse. Die Leute wollen Bekenntnisse, die wollen private Dinge wissen. Und jetzt habt ihr wieder was erfahren. Ich trinke keinen Alkohol und diese Gesichtsschlappgeschichte ist natürlich unangenehm, aber auch oft von Vorteil. Man muss sich aber beim Fahrradfahren, muss ich mir so ein zweites Regenbogenband ans Bein binden, damit er nicht in die Kette kommt. Oh Gott, es gibt so Abende, da weiß ich selbst nicht, was hier los ist. 0880, 5x5 und Heike, Hanna und Vera sind in der Leitung. Hallo. Hallo, Jan. Wie geht es dir, euch? Ja, uns geht's total gut. Was habt ihr eigentlich für Leistungskurse, ihr drei? Ja, wir spielen gerade Besserwisser. Mhm. Ich sag mal, sowas Ähnliches wird wie Wer wird Millionär und du bist jetzt unser Telefonjoker. Also genau genommen bist du Heikes Telefonjoker. Alles klar, dann bitte. Ja, also du kriegst jetzt von Hanna eine Frage aus dem Bereich Geschichte vorgelesen. Ah, sehr gut. Ja. Du hast auch nicht mehr die Möglichkeit zu swappen, aber das ist ja auch irrelevant. Also, okay. Die Frage ist, welche beiden europäischen Staaten besetzten 1956 den Suezkanal? Besetzten? Ja. Welche beiden europäischen Staaten besetzten den Suezkanal? 1956. Also Großbritannien und Frankreich. War jetzt das Google so schnell oder wusstest du das selber? Stimmt doch, oder? Ja, stimmt. Ja, welche denn sonst? Ja, das weiß ich nicht. Italien? Wie sollen die denn, ich meine, ich sag nur, ich bin vom Schiff ins Rettungsboot gepurzelt. Wie soll denn die italienische Marine den Suezkanal? Und welche andere Nation 1956 hatte überhaupt das militärische Selbstbewusstsein, um überhaupt irgendwas zu besetzen? Deutschland ja wohl nicht. So. Also Österreich, ne? Also Österreich. Die bekannte österreichische Marine, meinst du, die auf allen Weltmeeren Angst und Schrecken verbreitet, die kann natürlich auch sicherlich den Suezkanal besetzt haben. Ja,
Geld, die Bitte? Österreich in ihre Marine gesetzt haben. Nicht, dass sie funktioniert hätte, aber die haben sehr viel Geld da reingesetzt. Ja, richtig. Das Problem war nur, sie haben Schiffe gebaut, aber dann ist ihnen eingefallen am Ende, als sie alle Schiffe hatten, dass sie gar keinen Hochseehafen hatten. Und dann mussten sie die Schiffe wieder abbauen und verschrotten. Ja. Habe ich jetzt was gewonnen oder was? Stimmt ja, das denn? Ja, du hast gerade Heike ins Ziel geführt. Ich möchte das eben mal lautmalerisch darbieten. Das Dankeschön. So. Danke, gerne. Ja. So, jetzt geht es aber noch um den heißen zweiten Platz. Alles klar. Und deswegen bekommst du jetzt von Heike eine Frage aus dem Bereich Technik und es geht um meinen Sieg. Und wenn du die jetzt richtig machst, dann mache ich den zweiten Platz. Das wäre total toll, Alles klar. wenn du das kriegen würdest. Mach mal. Also aufgepasst. Wie nennt man das Markieren von zu bohrenden Löchern auf einem Stück Metall? Das Markieren von zu bohrenden Löchern auf einem Stück Metall, das weiß ich nicht. Fräsen, Techt, keine Ahnung. Ah, überleg doch nochmal. Es geht hier um Veras Gleichziehen. Ja, aber das ist, was ist denn das? Ich würde es Markieren nennen. Warum gibt es denn dafür ein Fachwort? Pieksen, Nippeln, Dödeln, ich weiß es nicht. Hallo? Ja, also ich würde mal sagen, Countdown 3, 2, 1. Sorry, ich muss passen, weiß ich nicht. Ankörnen. Oh, das wusste ich nicht. Ach, dann eine Wirtschaftsfrage auch noch. Na ja, gut. Eine Wirtschaftsfrage. Nachdem du mir jetzt den Sieg ruiniert hast. Sorry, ja, Vera. Ich könnte noch vor Vera ziehen auf den zweiten. Okay. Also was kriegst du hier? Wirtschaft, ja? Ja. Also. Wie heißt der Präsident der Weltbank, der 2007 nach einer Gehaltsaffäre zurücktrat? Boah. Zu Ende. Der Weltbank, also nach einer Gehaltsaffäre, war das, es war nicht Alan Greenspan, es war Wim Duisenberg? Nochmal? Wim Duisenberg? Nee, es war Paul Wolfowitz. Ach, Paul Wolfowitz, ach ja, 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 ach, natürlich, klar. Klar. Stimmt. Doch, klar. Das ist doch, ich habe die total durcheinander gebracht. Aber auch nur, weil ich hier, ich meine, ich moderiere nebenbei noch eine Sendung. Was soll denn das? Ihr sitzt da und spielt schön und ich habe hier, muss arbeiten gerade. Ich habe Multitasking. Ja, wir haben total Mitleid. Sorry, aber tut mir leid, aber ich meine, bitte, eine von dreien. Zumindest zum Sieg geführt. Ja, es tut mir leid. Dass ich da abgelost habe, aber das sind wirklich echt totale Spezialfragen. Na siehste. Unsere Facebook-Community übrigens, das überhaupt, was, warum, wir haben so eine tolle Facebook-Community. Ich glaube, wir sollten ein bisschen was von unserer Facebook-Community an Thomas Gottschalk abgeben. Die wissen das alles. Ankörn haben die zum Beispiel gewusst, aber Paul Wolfowitz wusste jetzt auch gerade keiner. Ja, es ist total cool, dass es parallel so läuft. Das ist irgendwie so eine Medienaneignung, die, also ich bin Medienkulturwissenschaftlerin, ich finde das total klasse. Bist du das oder bist du gerade in Ausbildung Medienkulturwissenschaftlerin? Nee, also ich bin Medienwissenschaftlerin und mache gerade meinen Master in Medienkultur. Aber was wirst du denn dann eines Tages? Eine sehr wohlverdienende junge Dame. Ja, aber in welchem Bereich denn? Was macht man denn, wenn man Medienwissenschaft studiert beruflich? Wirst du dann Kritikerin oder wirst du, was ist denn da los? Was wird passieren beruflich? So ein bisschen wie mit allen Geisteswissenschaften, dass man so ein bisschen alles und nichts machen kann, was so klassisch ist, dass man in den PR-Bereich gehen kann, man kann in Werbung gehen, man kann zum Radio gehen. Naja. Ja, man kann zu Medienanstalten gehen im Generellen. Ah, das ist doch nicht schlecht. Ja. Da wirst du vielleicht, sehen wir uns eines Tages vielleicht in der ARD irgendwie, in der Hierarchie der ARD. Das wäre schön, Jan. Ja, das wäre schön. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Dann kannst du dann sagen, damals, Mensch, der Jan, der hat damals dafür gesorgt, dass ich nicht auf den ersten Platz gekommen bin. Ja, beim Besserwisser. Schmeißt du mich raus oder legst mir im Rundfunkrat Steine in den Weg und machst so richtig Punk deswegen. So alter Hass ist ja immer der Schlimmste. Meinst du, ja? Mhm. Und sag mal, Mädels, wo ich euch mal hier dran habe als erste Frau, ne, wie ist denn eure Gottschalk-Woche gewesen? Wie oft habt ihr es gesehen? Gar nicht? Wir haben Dschungelcamp geguckt. Ah, heute rausgeflogen, Vincent Rieven und Gorbi Eko Sund. Die da rausgenommen werden, die schämen sich gerade fremd für uns. Also, warum? Weil ihr Dschungelcamp guckt, also bitte. Es war mein allererstes Dschungelcamp, ja. Und ist doch super. Super. Sag mal, Jan, weißt du, wer heute rausgeflogen ist? Ja, Vincent Raven. Oh nein! Gorbi Ecum Sund. Den einzigen lateinischen Satz, den er so halbwegs hinbekommt.
Was? Hä? Ihr habt Delay. Oh, was? Keine Ahnung. Was? Was? Seid ihr auch Fans von Michaela Schäfer? Also ich schon. Ja. Ich finde die gut. Ach, nee. Finde die nicht so gut. Find warum? Ich bin Kim-Fan. Die ist, ich glaube ja, dass Michaela Schäfer noch Jungfrau ist. Dass hinter diesem ganzen oversexten Fleisch- und Gummimöpse zur Schau stellen irgendwie nichts anderes steckt als der verzweifelte Hilferuf einer ewigen Jungfrau. Nee, ich glaube, die hat einfach nur Pech gehabt. Ich glaube, die ist, die wollte irgendwie so ein bisschen modeln und dann ist sie irgendwie bei Germany's Next Topmodel gelandet und hat halt Pech, weil sie vorher Nacktfotos hat machen lassen und dann blieb ihr nichts anderes übrig, als in Deutschland diese Sexschiene zu fahren. Also weil sie vorher Nacktfotos hat machen lassen, hat sie dann gesagt, okay, um davon loszukommen, mache ich jetzt noch mehr Nacktfotos. So. Nee, weil sie da ja nicht mehr rauskam. Deswegen ist sie ja bei Germany's Next Topmodel geflogen. Mhm. Ach, naja. Siehst du, man weiß es nicht. Ist ja auch egal. Mädels, schön, dass ihr angerufen habt. Ja. Und viel Spaß noch, ne? Ja, ebenso. Viel Spaß noch. Macht's gut. Ja, schönen Abend noch. Ebenso. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0880, 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Oh, es ist jetzt wieder. Lange war sie nicht da, aber jetzt kommt sie gerade wieder. Die grausame halbe Stunde. Es geht auf 0.30 Uhr zu und das ist immer für mich schmerzhaft. Für euch ist ja schon länger schmerzhaft, seit genau 23.04 Uhr. Aber jetzt wird's für mich auch unangenehm. Ich mach mal einmal. Ah, lecker dieses Getränk hier. Blablabla. Anna, 17, ist in der Leitung. Hallo, Anna. Hallo. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Ja, muss ja. Muss arbeiten. Ja, bin bist ja am Arbeiten fleißig. Auf Schicht bin ich gerade. Oh je. Na? Was ist denn los? Ja, nichts ist los. Alle Menschen sind in Facebook und alle lieben es. Alle Menschen sind... Bist du Anna, die gerade hier auch schreibt bei Facebook? Nein. Nee, weil ich sehe hier gerade in unserer Late-Line-Timeline ist auch eine Anna, die eben auch gesagt hat, dass es ankörnen heißt, wenn man auf Metall was markiert. Das dachte ich, wärst du, aber bist du nicht. Nee, alle Menschen lieben Facebook, ja. Ich glaube, Facebook wird sich nicht durchsetzen. Facebook ist, das Internet funktioniert ja so zyklisch. Und ich glaube, Facebook ist einfach nur gerade eine große Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Eine sehr große Sau zwar, aber irgendwann werden die Leute genervt sein. Weil mich nervt zum Beispiel diese andauernde Neuerfinderei und dass sie da irgendwelche scheiß neuen Funktionen einbauen, die wirklich niemand braucht. Diese komische neue Timeline ist doch scheiße. Ja, okay, das stimmt schon. Ich finde es auch jetzt nicht gerade so super und die Farmville-Anfragen sind auch ziemlich nervig. Es nervt doch. Ja. Und dass ich das, also nee. Aber es macht schon Spaß. So ganz ohne Facebook, das wäre mir nichts, nee. Wie nutzt du denn Facebook? Also außer, um dich mit irgendwelchen wildfremden Leuten bis spät in die Nacht über erotische Dinge zu unterhalten. Nee, das mache ich nicht. Ach so, also ich schreibe eigentlich generell viel mit Freunden. Dann gibt es ja noch die ganzen nervigen Apps da, die nutze ich jetzt nicht unbedingt, aber ich liebe einfach Facebook. Es ist wie mit dem iPhone, entweder man liebt und hat oder man hat es nicht und hasst. Ja. Und du machst es und nutzt es und bist du auch jemand, der auf dem Smartphone das Ding nutzt und dann auch unterwegs in der Bahn oder im Bus immer noch Facebook an, also quasi gar keine E-Mails mehr benutzt oder irgendwelche SMS, sondern nur noch alles über Facebook regelst? Nö, ich poste auch immer, wo ich bin. Echt? Ja. Warum? Das ist doch totaler Quatsch. Echt jetzt? Du sagst immer, wo du bist? Also nicht immer, aber wenn ich jetzt letztens war ich bei Ikea, da habe ich auch gepostet, dass ich bei Ikea bin und 5 Leute haben es gut gefunden. Ja, aber was... Und was hat das irgendeinen Mehrwert dann? Also ich meine, ich bin wirklich ein Facebook-Maniac. Ich bin alles andere als Facebook abgeneigt, aber man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen. Dass man zu Ikea ist und dann da ist und dann, dass 5 Leuten das gefällt, also... Ich finde schon interessant, was meine Freunde machen. Wenn sie es auch machen und posten, wo sie sind. Aber es macht ja nur dann Sinn, wenn deine Freunde dann sagen, hey Anna, ich habe auch Bock vorbeizukommen, ich komme jetzt. Okay, das stimmt schon, ja. Aber nur mitzuteilen, dass man gerade da ist, ist ja eher, sagen wir mal, Informationsmüll. Totale Müll. Naja, kann Müll. Man so sehen, wie man will. Du ballerst das Universum voll mit sinnlosen Informationen. Und Informationen bestehen ja auch aus Atomen. Nicht, dass irgendwann zu viele Atome unterwegs sind. Nee, glaube ich nicht. Dass du immer durch diese sinnlosen Informationen zu viele Atome generierst und irgendwann das Universum voll ist. Mit deinen Informationsatomen. Ja, es sollen ja auch jetzt bei Facebook diese Option geben, dass man es wirklich richtig aus dem Netz rauslöschen kann. Wie?
Ach so, dass man bei Facebook, wenn man, keine Ahnung, irgendwas, ein Nacktfoto von sich postet, dass man das dann auch wirklich rauslöschen kann. Genau, weil es wird ja trotzdem noch so rückgespeichert. Ja, ist ja ein Witz, dass man das bislang noch nicht, ich bin gerade wirklich so müde. Ich muss mich einmal, sitze aber auch echt hier wie so ein, sitze auch total scheiß hier so. Kein Problem. Entschuldige, weil warum bist du denn überhaupt so fit? Du bist 17 Jahre alt, deswegen bist du fit. Genau, ich bin fit. Und hast du nicht morgen Schule, sag mal? Nee, ich habe eine Ausbildung angefangen und musste sie jetzt leider abbrechen. Und, als was denn? Weil du zu viel bei Facebook bist? Oder? Nein, ich musste die leider abbrechen, weil ich in eine andere Stadt gezogen bin und das mir irgendwie alles leider zu viel geworden ist. Und ich habe das sehr gerne gemacht und bin jetzt wieder gerade bei meinen Eltern angezogen und werde dann im Sommer die Ausbildung nochmal von vorne anfangen. In einem anderen Betrieb? Genau. Was für ein Ausbildungsberuf? Bürokauffrau. Ach so, also was sehr Solides. Genau, wo man auch zwischendurch mal in Facebook rein kann. Ja, also eigentlich, wo man hauptsächlich mal den ganzen Tag in Facebook rumhängt und zwischendurch ein bisschen arbeitet, wie ich das so von Bürokauffrauen aus meiner Umgebung kenne. Also ich glaube, Facebook ist ja quasi wirklich für Leute erfunden worden, die am Berufs-PC sitzen den ganzen Tag und gelegentlich mal gucken wollen, was so in der Welt los ist, gell? Ja. Mhm. Wenn man Briefe eintütet, ist das doch ganz nett. Nebenbei. Das stimmt, aber es gibt ja auch Bürokauffrau-Aufgaben, wo man nicht nur Briefe eintütet, sondern auch verantwortungsvolle, wo man den Kopf auch mal braucht. Ja, aber im ersten Lehrjahr nicht so sehr. Anna, lieb, dass du angerufen hast. Ich grüße nach Frankfurt am Main. Okay, danke. Und see you on Twitter, Facebook, Google Plus. Genau. StudiVZ, Knuddels und Elite-Partner. Tschüss. 0880 5x5. Wir haben offene Themennacht. Und wenn ihr die Lustlosigkeit in meiner Stimme jetzt erahnt, richtig. Es ist nicht Lustlosigkeit, es ist Müdigkeit im Gewand von Lustlosigkeit. Marcello ist in der Leitung. Hallo, hier ist Marcello. Na, wie geht's, Marcello? Ja, ich mache ganz verrückte Sachen mit dir. Nein. Ja. Was machst du? Du hast darüber gesprochen, dass du meintest, du kannst dir selber einlöten und so. Nein, nee, das hast du falsch verstanden. Nein, aber ich wollte darüber sprechen, dass es manchmal nicht Gottes Segen ist, sondern Gottes Fluch ist, wenn er zu groß ist. Das ist dein Problem, dass dein Penis zu groß ist, Marcello? Ja, ganz ehrlich. Okay, dann lass uns doch mal erstmal in medias res gehen. Ich lehne mich mal zurück, mach's mir ganz entspannt hier. Mhm. Was heißt denn zu groß? Also was heißt das genau in Zahlen? In Zahlen? Jetzt ganz genau? Mhm. Länge 29,5. Ach, hör doch auf, Marcello. Ohne Scheiß, wie ein Neger. Man sagt nicht Neger. Entschuldigung, wie ein Afroamerikaner. Ach Mensch, muss das sein? Wirklich, aber wirklich wahr, dass du so ein großes Glied hast? 29, also ohne Scheiß. Warum hast du es gemessen? Weil es mich interessiert hat, wie groß und weil ich als Kind, also es fing ja schon damals an. Ich war als 12-14-Jähriger war ich mit meinen Kollegen unter der Dusche so, beim Sport, damals beim Fußball. Okay. Meiner war immer länger. Okay. Irgendwie so. Immer schon als Kind schon war das, ist auffällig gewesen, dieser Mann hat einen besonders langen Penis. Mhm. Okay, und dann hat sich das aber nicht verwachsen, gedacht, sondern gut, ganz im Gegenteil, es ist noch größer geworden. Wie die anderen größer sind als ich, wächst das. Also genau. Die anderen waren immer so ein, zwei Zentimeter größer als ich und das wächst, habe ich mir gedacht, so, das wächst bei den anderen noch. Genau. Also ich bin ungefähr 1,90 groß und habe mir gedacht, so, das wächst auch mal weiter mit. Mhm. Fand ich halt damals ein bisschen komisch, habe halt im Internet recherchiert so und habe mir gedacht, gut, dann bist du halt außergewöhnlich ausgestattet. Mhm. Sehr außergewöhnlich und es wuchs halt immer so weiter mit. Also da habe ich mir gedacht, Mensch, das kann nicht normal sein. Und reden wir jetzt hier über die Größe im erigierten Zustand, ja? Mhm. Das heißt, du hast hier mit einer Latte vorm Spiegel stehenden Lineal an den Pimmel gehalten? Mhm. Oh Gott. Ja, ich wollte mal wissen, also so im unregierten Zustand ist er ja schon auch schon über 20 Zentimeter. Ja. Wie misst du das denn dann da genau? Also was ist, wo ist denn Beginn und wo ist Ende? Na, Beginn ist, wo die Haut anfängt, ne? Also. Okay. Und dann, die Penisspitze aufhört, die Eichel sozusagen aufhört. Ja, okay. So, und das ist aber für dich, das hast du ja angedeutet, ein Fluch. Oder zumindest sagen wir mal nicht immer nur positiv. Viele Menschen. Ich sag mal so, ich sag ganz, hört sich zwar echt beschissen an, aber von 10 Frauen finden 6 schön und 4 scheiße. Hast du auch mehr als 10 Frauen gefragt? Also im Sinne von. Ja, naja, klar, ist schon, ich habe schon mehr als, aber ich sag mal so der Durchschnitt, ne? Also der
grobe geschätzte Durchschnitt ist so, wo ich mir sage, bis zu, ist geilo, und bis zu eine Frau sagt, pack wieder ein, ist mir zu groß, möchte ich nicht. Ja. Es gibt hier die ersten Kommentare bei Facebook, dass eindeutig zu viel Penis in der Sendung thematisiert wird. Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Situation jetzt rauskommen sollen, aber es ist, wir müssen jetzt darüber reden, weil also du hast, es ist allen Ernstes schon passiert, dass beim Geschlechtsverkehr oder kurz vor dem Geschlechtsverkehr eine Frau gesagt hat, Marcello ist ja lieb gemeint, aber ich meine, so groß ist er wirklich zu groß. Ja, na, ich war halt mit einem Mädel essen so, wir waren schön unterwegs, haben was nett essen gegangen, haben uns so ein bisschen lieb gehabt, ein bisschen rumgeknutscht, und dann waren wir halt bei mir zu Hause. Naja, und dann hat sie halt so hingefasst und sagte, das kann doch nicht wahr sein. Da versteckst du irgendwas, und dann habe ich ihn rausgeholt, und dann sagte sie, nee, ist nicht. Das ist ein bisschen... Hat bisschen sie dann, weil es dann auf einmal so eine sagen wir mal, Comedy-Ebene in den Sex gebracht hat? Ja, sie fand es halt zu außergewöhnlich, und dann sagte, das ist doch nicht falsch. Dann sagte sie so, das ist falsch, das Ding. Dann sag ich, nee, das ist nicht falsch, das ist echt, kannst du gerne anfassen. Aha. Ist so, wie es ist. Marcello, es ist natürlich eine tragische Geschichte. Ich bin mitleide dich. Aber kann auch auf der anderen Seite sagen, wir haben sehr viele gerade ältere Hörer, die unter Schlupfgliedern leiden, also sehr kleinen Penissen, die man kaum unterscheiden kann von einer Warze. Oha. Oder sonst was. Also wirklich, es gibt ja unglaublich kleine männliche Genitalien, unglaublich kleine, dass man wirklich denkt, das kann nicht sein, das ist ein Witz. Und genauso groß, genauso gut kann es natürlich in einer anderen Richtung auch gehen, ne? Dass es einfach grotesk große Genitalelefantitis Geschlechtszelle gibt. Und beide Extreme haben darunter irgendwie auch zu leiden. Aber du leidest jetzt nicht so sehr darunter, dass du den Mittelteil rausnehmen lassen möchtest. Manchmal schon, weil wenn du mit einer Frau so ein bisschen bei Gange bist und irgendwann während des netten Spieles, sag ich's mal so, und sie dann sagt, es tut weh und ich möchte nicht mehr, dann ist es schon ein bisschen unangenehm, so, ne? Mhm. Wo du dann sagst, so, du kommst nicht so zum Happy End. Mhm. Und das ist dann, belastet dich auch, wo du sagst, so könnte auch 10 cm kürzer sein. Ja, guck mal, da wünschen sich immer so viele Pornofans an aller Welt einen richtig großen Penis und denken, das ist ein Segen. Aber in Wirklichkeit, jetzt sprechen wir mit jemandem, der mutmaßlich, ich glaube dir jetzt einfach mal, ein großes Geschlechtsteil hat, und der sagt, es ist eben nicht immer nur ein Segen. Ja. Aber ich meine, ist auf der anderen Seite, da gab es doch bestimmt auch mal positive Erfahrungen, dass Frauen... Ja, na klar, es gab schon manche Mädchen, die sich gefreut haben darüber, ne? Die gesagt haben, so, wow. Direkt getwittert, das erste Foto. Moment, ganz kurz, halt mal kurz. Ich muss es so, kurz twittern. Stehen bleiben, ja, nee, ist klar. Ja, Wahnsinn. Ja, nee, das gab es auch schon. Also wie gesagt, es gab so ein paar Mädchen, die darüber gefreut haben, auch ein, zwei Frauen. Hast, die du denn, so gesagt. Hast du denn eine Frau denn schon langfristig an dich und deinen treuen 29,5 cm langen Begleiter binden können? Weil darauf kommt es ja dann letztlich irgendwann... Noch nicht so richtig. Du gehst steil auf die 30 zu, da irgendwann fängt man an, ja, nach sowas zu suchen. Ja, da sagst du dir auch so. Außer man ist Til Schweiger. Ja, na, so gut sehe ich nicht aus, ne? Und bin auch nicht so stark wie Arnold Schwarzenegger, sehe auch nicht aus wie Brad Pitt, aber kann lecken wie Lassie. Nein, aber Quatsch. Was ich mir dann immer denke, so die richtige Frau dazu zu finden, ist ziemlich schwer. Mhm. Also der es auch Spaß macht, weil ich möchte auch eine Frau nicht einfach nur wund machen und sagen nächsten Tag so, ja, war alles schön, aber ich kann nicht mehr, so alles wund ist. Ist in plötzlich. Diesem Sinne, Marcello, schön, dass du angerufen hast. Ja. Deine Kollegin, kein Moment. Deine Kollegin am Telefon war nicht so abgeneigt davon, von großer Länge und so. Weil ach, Bianca? Ja. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Das sie weiß ich. Hat ja meine Handynummer, also falls sie mal so Interesse hat. Genau. Wir machen das aber bei der Late-Line immer so, wenn sich jemand mit Bianca verabreden möchte, muss der Simon mal vorgehen und erstmal testen. Und wenn der Simon es gut findet, das ist der andere, das ist dieser sehr, sehr große, mit so einer, der sieht so aus wie so ein überdimensionaler Camembert von der Figur und riecht auch so. Mhm. Und der testet dich erstmal, und wenn der dich gut findet, dann darf Bianca dich anrufen. Ja, alles klar, ich packe ihn aus, Bescheid. Dann schaut er, ist alles schick, und dann geht los, oder was? Genau. In diesem Sinne, mein Lieber. Feinsten. Ciao. Alles klar, tschüssi. Tschüssi. Oh Gott, Leute. Warum ist das immer so? Manchmal ist es echt... 0880, 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ich will eigentlich gar nicht, dass jemand anruft. Ich muss erstmal ein Taschentuch suchen. Wartet mal eben kurz. Ich mache mal Conny Reimann an bei Lanz, während ich ein Taschentuch suche. Dann hatte ich das schon mit den Kindern, hatte ich was abgesprochen. Dass er ziemlich... So, wir sind dann auf den See rausgefahren, und dann hat er dann irgendwann, saß er direkt vorne bei uns im Bug. Was denn? Sind so Ledersitze. Da saß sie dann da, und er saß davor, kniete und druckste so rum und kam nicht so. Ist das so eine eklige Sexgeschichte, die Conny Reimann da erzählt? Ich weiß es nicht. Sarah, 20 Jahre alt. Heute rufen nur Leute aus Friesland an. Was ist da los? Ja, weiß ich auch nicht. Du, ich muss mir mal kurz die Nase schneuzen. Erzähl mal, ich gehe mal hier weg vom Mikrofon, warte.
Oh. Junge, Junge. Da war was drin. Oh Mann. Richtig Schnotten. Lecker. Na, geht so. Bisschen unappetitlich. Aber kriegt ja keiner mit. Nö. Ein bisschen wie bei Gottschalk Live halt, nur dass wir nicht live sind, sondern aufgezeichnet. Du, genau. Hast du Gottschalk Live eigentlich gesehen? Nein. Warum denn nicht? Du musst weil Gottschalk Live gucken. Nee. Thomas Gottschalk ist der angesagte junge Facebook-Moderator für uns junge Leute. Und ich finde das nicht gut, dass ihr das alle nicht begreift, dass das so ist. Ihr müsst also den gucken. Den jetzt nicht so berauschen. Weißt du, warum ihr den gucken müsst? Nee. Weil er relevant ist. Und Relevanz ist was, das kann man nicht konstruieren, indem man sich eine flotte Redaktion irgendwo hinsetzt und so ein paar Bild.de-Tanten mit einem Internetcomputer ausstattet, sondern Relevanz, das hat man oder man hat es nicht und er hat es. Und deswegen, ihr müsst es einfach nur erkennen, dass es so ist. Na dann. Ja. Na denn. Naja. Na denn. Ja. Was? Was? Ja, worüber reden wir denn mit dir, Sarah? Ich wollte über das Wetter reden. All dieweil ich ja aus Ostfriesland komme. Ja, das ist immer schlechtes Wetter, immer Regen. Ja, es regnet nur. Ja. Und es gab noch kein bisschen Schnee. Und Nein. Das fand ich nicht schön. Und heute hat es dann ein bisschen geschneit und dann habe ich mich ganz doll gefreut. Mhm. Ich habe fast angefangen zu weinen, weil ich das so toll fand, weil ich unbedingt Schnee will. Mindestens 1,50 Meter. Fahr doch nach Bremen, da soll es gerade schneien. Bremen ist nur nicht so weit von euch. In Bremen ist gerade Schnee angesagt. Und ehrlich gesagt, ich meine, die Jammerei dieses Jahr kann ich zwar ein bisschen verstehen, aber irgendwie nicht, weil letztes Jahr hatten wir wirklich so viel Schnee in ganz Deutschland. Das reicht erstmal für die nächsten 2 Jahre. Nee. Also jedes Jahr ein bisschen. Ist das jetzt hier schon sein. Ist das jetzt hier der Grund deines Anrufs? Ja. Sarah, du weißt, es ist jetzt 0:38. Ich bin jetzt sowas von kurz vor Schluss. Ich weiß. Oh. Kannst du nicht ein fesselnderes Thema nochmal liefern zum Schluss? Irgendwas mit Sex oder wenigstens irgendwie eine Knastgeschichte oder irgendwas, was spannend ist? Nee, aber die Knastgeschichte von dem einen fand ich dann auch sehr interessant. Von Savasch, oder? Mhm. Ja, ich auch. Das was dir auch aus Friese war. Ja, genau. Vielleicht nicht, dass du da dem mal demnächst irgendwie, dass er dich mal bis auf dem Pferd und versehentlich deine Gaspistole im Handschuhfach auftaucht. Oh Gott, das wär's ja noch. Ja. Nee, Sarah, Mensch, lieb, dass du angerufen hast. Ich drücke dich ganz fest und wünsche dir einen schönen Abend. Ja, Dito. Ciao. Tschüss. 0885x5 ist die Telefonnummer. Ich muss ein bisschen. Ah, ich habe die. Jetzt habe ich diesen Harald-Glückler-Schnupfen. Dass man ein Nasenloch sich in so einer Nebenhöhle was ganz Schlimmes verfangen hat. Hakan, bist du schon da? Ich bin da. Ja, Hakan, ich hab diesen Harald-Glückler. Harald-Glückler-Schnupfen, der einen dazu zwingt, dass man während man redet immer so ganz komische Geräusche macht, weil man was in der Nebenhöhle hat. Hakan, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Günaiden, sagt man? Nee. Nee, nee. Was sagt man jetzt in dieser Zeit? Man sagt, schönen Abend. Ach, jetzt hör doch auf mit diesem integrativen Scheiß. Ja, wie sagt man in deiner Muttersprache? Man sagt, die fetten Jahre sind vorbei. Hakan, heißt du gar nicht Hakan, sondern heißt du irgendwie Gerd eigentlich? Nee, sprich Hakan. Mit mir Türkisch. Nee, noch nicht. Was heißt denn noch? Wir müssen uns erst besser kennenlernen, oder was? Okay. Nee, ich bin übrigens drauf und dran, den Türkischkurs zu machen, um mich ein bisschen besser in Köln zu integrieren. Wie kommt's? Ich verstehe die Hälfte meiner Mitmenschen nicht. Die Hälfte aller Mitmenschen in Köln spricht eine Sprache, die mir unverständlich ist und ich möchte mich da jetzt langsam mal integrieren in die Stadt. Das kann ja so nicht weitergehen. Und die haben eine Pistole im Auto? Nee, das war Savaş, der ist Kurde. Das ist was anderes. Kurden und Türken ist so ein bisschen wie Mickey Mouse und Fix und Foxy. Eigentlich. Oh, okay, das selbes Genre, aber ganz anderer Style. Das müsste ich wissen. Ja. Hier. Bist du Kurde oder Türke? Ich bin Kurde. Ah, siehst du? Da weißt du doch, ist ein anderer Style. Okay, aber der Style an sich ist so genommen. Was? Hallo? Hör dich gerade, ja, jetzt besser. Okay. Was? Warum hast du eigentlich angerufen? Was willst du denn? Worum geht's? Ja, bei mir geht's darum, die fetten Jahre sind vorbei. Ja. Und wollte nur sagen, so gesehen, das mit Facebook und mit den Bonds. Ja. Und auch mit, ja. mit
Dings. Mit der Pistole ist schon echt schade, was man so alles hört in der Late Night Show. Ja. Und da kann man nur sagen, die fetten Jahre sind vorbei. Das unterschreibe ich und ich bedanke mich für diese Meinungsäußerung, Hakan. Tschüss, das, schön, dass du angerufen hast. Und tschüss, ne? Spitze, tschüss. Tschüss. Akkus alle. 0800 80 55 555. 0880, 5 mal die 5 ist die Telefonnummer der Lateline. Wir sind aber auch im Netz und zwar bei Facebook findet ihr uns unter Gottschalk Live. Bei Twitter sind wir Gottschalk Live, @Gottschalk Live und unsere Homepage ist www.gottschalk-live.de. Bitte guckt uns alle. Ansonsten gibt's Ärger mit Hans Riegel Bonn. Edgar 34 aus Hannover. Ja, hallo. Hi. Hi. Wie geht dir das? Mir geht das gut. Ja. So, das Thema war ja, mein Thema war ja der Ali-Shuffle. Der Ali-Shuffle von dem berühmten Boxer Mohammed Ali. Der hieß aber früher Cat Stevens. Bevor er sich umbenannt hat, weil er zum Islam konvertiert ist. Im Rahmen einer Konvertitenoperation. Gut, das nehme ich jetzt als Spaß mit. Nee, ja. würde ich nicht. Ich würde es nicht mitnehmen, ich würde es mir mal angucken, aber wieder zurückstellen. Also Cassius Clay war sein Name und Muhammad Ali hat er sich in Tibet umkonvertiert. Genau. Insofern. Hat er sich von NTSC, NTFC auf FAT32 umkonvertiert. Mhm. Und dann ist er halt hinterher Muhammad Ali geworden. Und der Ali-Shuffle war seine berühmte Boxtaktik. Es war eine scheinbar willkürliche Schrittfolge, die den Gegner zur Weißglut gebracht hat. Beschreib uns mal die Schrittfolge, den Ali-Shuffle. Also die Schrittfolge war wirklich so phänomenal, die noch heutzutage nachzuvollziehen ist, dass die Shuffle wirklich das, was jetzt auch wirklich von Jugendlichen gerne gemacht wird, haben wirklich absolute Ähnlichkeit. Das heißt, über den Boden zu schweben. Ja. Und viele Jugendliche boxen in ihrer Freizeit den Ali-Shuffle und wissen das nicht. Ne? Aber das ist von Muhammad Ali erfunden worden. Nein, das stimmt nicht. Es ist... ich war selber Kämpfer und ja. Der Ali-Shuffle wurde nicht... in irgendwelchen Weisen, ich bin auch selber Trainer, okay. Eigentlich, wie soll ich das sagen, also vermarktet oder er hat ihn salonfähig gemacht, sag ich mal so. Er hat es irgendwo gesehen, hat es sag dann... Sag mal so, der Ali-Shuffle war im Großen und Ganzen so wie der, gut, auch wenn es vorher tatsächlich stattgefunden hat, der Moonwalk von genau. Michael Jackson. Genau, den gab es ja auch vorher schon. War der Ali-Shuffle auch schon vorher, aber im Großen und Ganzen ist er nun wirklich publik gewesen. Genau, und mittlerweile sind ganze iPods nach dem Ali-Shuffle benannt worden. Und das Schöne ist, dass wir ja heute den Geburtstag von Muhammad Ali feiern. Nee, heute nicht, das war glaube ich gestern. Ne? Gestern, ja, also Verzeihung, also wie, am 26. Januar. Okay. Ne? Wenn ich mich dann nicht irre, warte, ich werde es mal kurz nochmal nachrecherchieren hier. Während du mir nochmal kurz erzählst, warum Muhammad Ali für dich der großartigste Boxer aller Zeiten ist. Weil ich als kleiner Mensch schon sozusagen in der Generation gewesen bin. 17. Januar. Nicht der 26., sondern vor 10 Tagen, am 17. Januar, ist Muhammad Ali geboren. Ist schon 10 Tage her, aber macht nichts. Ist okay. Wahrscheinlich Zeitverschiebung. Gut. Also herzlichen Glückwunsch heute zum Geburtstag. Ja. Ja, das ist ja auch okay. Er ist für mich ein Idol. Ja. Es ist für mich einfach ein Idol. Ja. Für den einen ist ein Idol, was auch immer für eine Musikrichtung. Politiker zum Beispiel. Politiker oder sonst was, genau. I Have a Dream, Ken Jebsen, berühmter genau. Ausspruch er hat sich auf jeden Ken Fall Jebsen. Eingesetzt. Er hat sich auf jeden Fall eingesetzt für... und das gerade im boxerischen Bereich, wo selten Boxer sich so einsetzen hatten oder hätten können. Ob das nun Rassismus ist, ob es nun
einfach gegen Minderheiten und alles Mögliche. Und da hat er sich wirklich... Er hat sich für Minderheiten eingesetzt und gegen Rassismus, um das mal klarzustellen. Das habe ich doch gerade gesagt. Du hast gesagt, gegen Minderheiten und für Rassismus. Ach so, da habe ich mich versprochen. Macht nichts. Und deswegen gratulieren wir Mohammed Ali ganz herzlich nochmal nachträglich zum Geburtstag. Er lebt ja noch, muss man sagen. Er ist schwer erkrankt an Parkinson, eine Folge seiner aktiven Boxkarriere. Ne? Also mir jedenfalls und ganz vielen Menschen in meinem Bekanntheitskreis so ganz viel Kraft gegeben. Und deswegen... Eigentlich kam ich auf den Ali-Shuffle zurück, so, dass es einfach so einmalig ist. Und den Shuffle hat noch keiner so, was ich jedenfalls in meiner Laufbahn mitbekommen habe, gekonnt. Also alle haben es versucht, aber keiner hat es gekonnt. Aber niemand kann es, ja. Und ich finde es auch gut, dass es vielleicht einfach eine Sache bleibt, die nur Muhammad Ali kann. Und das ist, finde ich, was ihm zu Ehren so sein sollte. Ja. Mein lieber Edgar, ich bedanke mich recht herzlich für diese kleine Reminiszenz an Muhammad Ali, den größten, großartigsten, charismatischsten, politisch engagiertesten, wachsten, besten Boxer überhaupt aller Zeiten, jemals nach Henry Maske und Felix Sturm. Nicht nach Henry Maske und auch nicht nach Felix Sturm. Aber der Gentleman-Boxer? Auch nicht, nein. Denk doch mal nein. Nach der Nummer ganz kurz. Gentleman-Boxer? Ali. Max Schmeling? Und Henry Maske kenne ich selber. Und Ali ist in seiner Art und Weise einfach einmalig und deswegen ist er einfach der Größte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag und Edgar, vielen Dank für diese kleine Lobeshymne auf einen der großartigsten Sportler aller Zeiten. Okay. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Jacqueline, 20 Jahre alt, aus Pinneberg. Hallo. Hi. Wie läuft's? Wie geht's? Ja. Bisschen krank und deshalb auch so schlaflos. Und dann dachte wieso? Ich mir, okay, wieso? Was hast du? Was hast du denn? Was ist denn los? Das, was immer jemand hat, wenn es kalt ist, was ich eigentlich jedes Jahr habe. Eine Durchfall Erkältung. Oder was? Nee, Erkältung. Nein, eine Erkältung. Ja. Ja. Das ist ja nun bedauerlich. Wie kriegen wir die weg? Ich weiß ich nicht. Mit viel Schlafen, heißem Bad, genau. Und Tee. Hast du einen blauen Schein? Hast du dich krank gemeldet? Ja, ja. Gut. Das ist schon mal gut. Ja. Aber es geht ja schon wieder. Ist ja schon wieder auf dem Weg der Besserung. Cool. Ja, das Schlimmste habe ich überstanden. Beziehungsweise liegt es noch vor dir. Worum geht's jetzt? Ich wollte mal fragen, warum ihr Männer immer alle über Sex reden müsst. Das kann man nicht generalisieren. Es ist tatsächlich nur mein Ding. Es liegt aber auch wirklich ausschließlich an dieser Sendung. Weil ich habe eine Nachtigall hat mir gezwitschert aus dem Privatfernsehen. Sex sells. Uns geht's hier letztlich auch nur um Quote. Wir wollen, dass die Sendung mindestens 4,34 Millionen in der webrelevanten Zielgruppe hat, damit wir die Werbung gut verkaufen können. Und das ist halt der Grund, warum ich zumindest immer hier oft über Sex rede. Und was natürlich auch ein Thema ist, was viele Leute interessiert. Gerade wir Jungfrauen müssen uns über Sex unterhalten, damit der Druck abgebaut wird, den wir natürlich nicht durch Sex loswerden können, weil wir noch ein Bärchen hatten. Okay. Ja, das ist so eigentlich meine Begründung. Aber Männer sind na, halt Sex... Das heißt generalisieren, aber es ist ja wirklich so. Es ist so, also ich meine, die meisten Typen, die man kennenlernt, man kann nur eine halbe Stunde mit denen reden, man kann auch zwei Tage mit denen, die zwei Tage schon kennen. Aber irgendwann kommt immer ein sexuell bezogener Spruch. Weil Männer wollen sich fortpflanzen. Das ist ja, das liegt in den Genen der Männer. Also kann gesellschaftlich... Kann Gesellschaftsnormen und kulturelle Vorschriften noch so die Sicht verschleiern. Letztlich geht's immer nur ums Bumsen. Wirklich. Ja, worum geht's schon, denn sonst? Ne? Es geht doch letztlich, also wenn man alles mal runterbricht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, müssen wir uns alle zwangsläufig fortpflanzen. Das ist ja alleine schon, warum möchte man Männer kennenlernen oder warum möchten Männer Frauen kennenlernen? Ja, warum möchtest du eigentlich Männer kennenlernen? Letztlich geht's doch nicht ums Gerede, sondern eigentlich geht's auch ums Bumsen. Ja, das ist doch nicht wichtig. Aber zumindest ist das ein Teil davon und er soll natürlich auch ein guter Versorger sein und sich auch lieb um die Kinder kümmern und sowas, aber prinzipiell, letztlich landet man dann doch, machen wir uns nichts vor, immer in der Kiste. Ja. Also oft, wenn man sich sympathisch ist natürlich, wenn man sich unsympathisch ist, dann sagt man Bescheid, dass es nicht passt. Ja, hoffe ich doch, ne? Gibt ja auch viele, die das nicht sagen. Aber Männer sind einfach Säue manchmal, weißt du? Männer sind einfach, viele Männer sind auch unsensibel, weißt du, dass sie dann denken, es ziehen so einfache Dinger irgendwie, aber Männer sind einfach, und vielleicht ziehst du es auch ein bisschen an, bist du denn tendenziell eher eine attraktive Frau oder würdest du selber sagen, eher so normal? Ach doch, ich bin schon attraktiv. Darf ich von mir sagen.
Auf jeden Fall selbstbewusst. Ja, doch, ich habe da aber auch hart dran gearbeitet. Ich habe jetzt 30 Kilo abgenommen und ich bin da stolz drauf. Ich, okay, da, ich darf das sagen. Ich habe jetzt gerade schon so an Brigitte Nielsen gedacht, im Sinne von hat an mir gearbeitet. Oder Michaela Schäfer hat an mir arbeiten lassen. Nee, ich habe das alles alleine gemacht. Ich brauche so Brust-OP und Gliedstraffung, sodass ich nachts irgendwann mit offenen Augen im Bett liege, weil ich sie nicht mehr zukriege, brauche ich nicht. Aber das ist ja, das heißt, du bist, hast dich richtig gemacht und hast dich richtig gekümmert. Und jetzt bist du eine Art, warst vorher auch schon attraktiv, aber jetzt bist du noch attraktiver und jetzt ziehst du halt Männer an, die sich tendenziell mit dir fortpflanzen möchten. Und da ja, es ist wirklich so, dass die meisten Männer so, wenn man das mal, wenn ich selbst so zurückdenke auf die Zeit, wo ich wirklich so ein bisschen dicker war, richtig dick, das ist, wenn man da Männer kennengelernt hat, die waren dann eben, die haben mich kennengelernt, weil sie mich mochten und nicht, weil sie irgendwas anderes von mir wollten. Wenn ich jetzt Männer kenne, ist auch teilweise so, dass die mir auf die, Entschuldigung, dass ich sage Tittenglotz und ich dann erstmal sagen muss, Leute, mein Gesicht ist hier oben, nicht da unten. Ja? Und ja, weiß ich nicht, ist irgendwie komisch. Ich meine, ich mag es zwar gerne, wenn man mir Komplimente macht und ich finde es auch schön, wenn viele Männer ankommen und sagen, du hier, ne, du bist sexy und... Aber genau, also es ist halt ein schmaler Grad. Natürlich möchte man als Frau nicht unattraktiv sein. Auf der anderen Seite möchte man aber nicht belästigt werden von irgendwelchen dusseligen Sexsprüchen. Ich finde es ja immer besonders eklig, wenn so Männer, die, sagen wir mal, außerhalb der sexuellen Männer, die man sich nicht mal schön saufen kann, wenn genau. die einen ansprechen. Wenn die einen nicht ansprechen, sondern wenn die dann, weil die eben wenig Erfahrung haben, beziehungsweise wenig Erfolg haben mit ihren Sprüchen natürlich, denken die es nicht daran, dass sie nicht offensiv genug sind. Dann werden sie noch offensiver, dann wird es noch abstoßender. Und also ich denke da mal so an so Typen wie Franz Josef Wagner, weißt du, wenn du so diesen Bildkolumnisten nach Zigaretten, Alkohol und alter Bildzeitung riechend in irgendwelchen Cafés rumsitzt und dann so anzügliche Sprüche macht, wo man dann denkt, noch ein so ein Ding und ich rufe die Polizei, weißt du? Ja, echt, wo man dann wirklich schon so sagt, okay, du machst mir jetzt Angst. Genau, aber das da neigen Männer sehr zu und ich nehme mich da selbst auch nicht aus, weil auch Männer untereinander anders reden, weißt du? Und dann manchmal rutscht einem so raus, Frauen reden ja untereinander auch anders, aber manchmal rutscht einem dann so als Mann raus, wie man mit Männern untereinander redet und das ist eher... Aber das finde ich eigentlich gar nicht schlimm so. Einfach. Was ich dann wirklich ekelig finde, ist, wenn dann Leute ankommen so mit, oh, tat's wie, als du vom Himmel gefallen bist oder hey, Perle. Hey, so, das deine ich Augen. Denn, das ist einfach nur billig. Ja, deine, genau, Augen deine sind Augen. Wie der Mond. Ja, oder groß ist dein und rund. Vater ist dein Vater ist ein Dieb und so eine Dinger. Das dein ist Vater ist ein Dieb, er hat die Sterne geklaut und die in die Augen reingedrückt. Genau, oder genau so. Dein Mund ist kugelrund. Oder du bist eine Prinzessin, ich hole den Himmel. Ja, aber das ist ja das Problem ist, ich meine, ich weiß, wie das ist, wenn wirklich Männer, wenn man sich anstrengt und man möchte jemanden anflirten und man wird dann so gemein abgewiesen oder ausgelacht und ich versuche mir dann immer zu verkneifen zu lachen, aber ich kann es nicht. Ich muss dann immer so richtig herzhaft anfangen zu lachen. Ja. Das ist eben halt für mich dann auch schwierig und das dann habe ich immer hinterher ein schlechtes Gewissen. Aber auch Männer haben Gefühle. Auch Männer, ja, sie haben zwar coolere Ding. Gefühle dann, als Frauen, aber auch sie haben Gefühle. Ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen und denke immer so, oh Gott, jetzt musst du Mitleid mit dem haben und einen Drink kann er dir aufgeben, aber das Problem ist, man wird es ja nicht mehr los. Ja, genau. Weil wenn du den Drink ausgeben lässt, dann hast du den an der Backe eigentlich. Du ja, musst ja aufpassen. Und man wird die den ganzen Abend nicht mehr los. Und wenn man dann wirklich einen sieht, der einem gefällt, dann werden die ja richtig stinkig. Ja, so, ja, du genau. Jetzt meins, wo ich sage, hallo, wir haben einen Drink getrunken. Wir unterhalten uns gerade. Geh doch woanders hin. Wir haben uns unterhalten gerade. Genau so. Ja. Das finde ich dann so, weil ich bin ja kein Stück, was man irgendwie dann behalten kann. So. Aber hab Männer ich jetzt sind gekauft, so. Hab ich einen Männer Kassenbon sind für. So. Wir haben eine unglaublich Testosteron geladene Sendung heute. Das begann ja auch mit einer, anderthalb Stunden Anrufen, also männlichen Anrufern. Und dann endete es quasi, der Höhepunkt für mich war in jeglicher Hinsicht eigentlich die Penisgeschichte von Marcello, die direkt mit den Worten... Ja, also da bin ich, das war lustig. Ich lag schon im Bett und konnte nicht schlafen und dachte mir, ja, du kannst ein bisschen zuhören, war so im Halbschlaf. Und dann rief er Marcello an. In dem Moment habe ich mich dann auch aufgesetzt, weil da wurde es dann auch interessant. Ja, aber das ist wirklich, also da muss ich mich auch in Form aller, stellvertretend für alle Männer entschuldigen. Da, ich glaube, da hat dem Marcello kein Wort geglaubt. Ich glaube, er hat einen ganz kleinen Schniedelwutz und so ein 3 Zentimeter ausgefahrenes Mini-Ding. Und, was ich komisch fand, ist so, wir Frauen haben da ja so ein Radar für, also ich zumindest, und ich finde das schon komisch. Ich meine, gut, dass er sein Stück misst, mein Gott, ich habe am Max auch irgendwann mal gesagt, komm mal her, ich pack mal das Lineal aus, aber auch so spaßeshalber, ne? Ja, und vor allem, warum Lineal? Es gibt doch mittlerweile auch so Lasermesser. Das ist doch viel, viel moderner. Ja, aber wir haben es ihm halt wirklich nur aus Spaß gemacht und ich wollte ihn ein bisschen foppen und stand mit dem Lineal im Schlafzimmer und gesagt, hier Schatz, ne, mach mal Hose runter. Okay.
wir haben auch herzlich drüber gelacht, aber dass er eben halt auch überlegen musste. Dass er erst überlegen musste und dann sagen konnte, wie groß er wirklich ist. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, das kann nicht angehen. Weil wenn er wirklich, wenn er wirklich ein Problem mit hätte, dann wird er es ja wissen, weil dann wird er sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, um den Marcello mal zu analysieren, er wollte mit einem lustigen Spaß coolen Anruf starten, deswegen hat er Neger gesagt, da hat er gemerkt, oh, Neger kommt nicht gut. Dann hat er versucht, eine andere Geschichte sich auszudenken. Hat gesagt, was ist eine Penisgröße, die halbwegs glaubwürdig ist? Ich sage nicht 30 cm, sondern 29,5. Das ist immer noch sehr viel, sehr groß, grotesk groß, aber es klingt nicht so überdimensioniert. Aber leider ist es ein bisschen zu berechenbar gewesen. Und ich glaube dir kein Wort, Marcello. Und die Jacqueline auch nicht. So, haha. So, uns kriegst du nicht. Wir Frauen müssen zusammenhalten, Jacqueline. Du bist doch keine Frau. Nein? Nein. Yes. Jacqueline, wir müssen aufhören. Die Sendung ist zu Ende. Lieb, dass du angerufen hast. Und ich kann nur sagen, Männer sind Schweine. Vergesst das nie. Frauen aber auch. Traut keinem Mann. Ja, aber Frauen sind auch Schweine. Und liebe Männer, traut keiner Frau. Bleibt misstrauisch, aber schlaft miteinander dabei. Das ist meistens am besten. Ja, genau. Tschüss, Jacqueline. Schön, dass du angerufen hast. Ja, alles klar. Ciao. Das war die Late Line heute zu einer offenen Themennacht. Ich bedanke mich recht herzlich bei Kai in der Technik. Bei Kai Mark aus der Technik. Vielen Dank an Bianca und an Simon, an Nina, an Daniela und an Jan Vorderbübecke und Manuel Brandt und das ganze Late-Line-Team. Diese Sendung gibt es morgen als Podcast zum Nachhören, falls ihr was nicht verstanden habt oder ich zu sehr gelallt habe gegen Ende. Ich war sehr müde, es tut mir leid, aber es ist auch schon spät heute. Runterladen auf lateline.de. Wir sind die ganze Woche für euch bei Facebook und bei Twitter, auch wenn das kommerzielle Plattformen sind. Wir nutzen sie, aber deswegen können wir sie nutzen, weil wir überall anders auch angemeldet sind und das auch nutzen. Und ich hoffe, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Dann haben wir ein ganz tolles Thema, auf das ich mich jetzt schon freue. Es ist so gut, dass ich mir es nicht merken konnte. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns nächste Woche. Gute Nacht. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB. MDR Sputnik. UFM. Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.